Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel, ihr kennt mich als Herrn der Spieler und ich habe heute einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, denn heute zeige ich euch einen kompletten Playthrough von Sirens the Deep Sea. Sirens ist ein szenario-getriebenes Abenteuerspiel in einem, wie ihr seht, absolut unverbrauchten Setting, wobei diese Kategorisierung als Abenteuerspiel dem Ganzen eigentlich gar nicht gerecht wird, denn wir haben es auf der strategischen Ebene mit einem Produktionskettenmanagement-Spiel zu tun, bei dem wir also Ressourcen erbeuten und Außenposten errichten, Verarbeitungsstätten errichten und dann auf der taktischen Ebene mit einem Würfelsystem in taktische Kämpfe gehen, Aufgaben lösen mit ganz, ganz viel Würfelmanipulationsmöglichkeiten. Und das alles, nachdem wir unsere Charaktere absolut entwickelt, also individualisiert haben. Wir arbeiten dann mit asymmetrischen Charakteren, denn wir haben eine Menge Talentbäume und verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die eben den Sirenen ganz, ganz viel Profil geben. Ich habe jetzt für euch ein Szenario ausgesucht, das unfassbar komplex ist und super lang. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lang es dauert. In diesem Szenario meine ich euch ganz, ganz viel zeigen zu können von den verschiedenen Aspekten, dem Thema und den Mechanismen des Spiels. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass das wirklich eine ganze Menge ist, dass es wirklich viel ist und an sich einfach eine komplexe, schwer zu bewältigende Aufgabe. Deshalb werden mir Fehler unterlaufen. Ich versuche, die anzumerken und zu korrigieren. Ansonsten vergebt mir, es ist ja auch nur ein Prototyp, aber es sollte auf jeden Fall helfen, um so ein Gefühl für das Spiel zu entwickeln, beziehungsweise den Gameflow einzuatmen und euch dann am Ende zu unterstützen bei der Entscheidung, ist Sirens the Deep Sea etwas für euch. Wir sehen uns später beim Fazit wieder und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Spiel. Hier seht ihr Sirens the Deep Sea in seiner gesamten Pracht. Eine gigantische Tischpräsenz, wie ihr seht. Und es nimmt auch ordentlich Platz in Anspruch. Sieht aber richtig gut aus. Wir schauen uns das Ganze gleich an. Natürlich während des Playthroughs, aber ein kleiner Disclaimer vorweg, das ist Prototypenmaterial, sieht super aus, aber man sieht es an einzelnen Stellen hier, das wird natürlich dann im fertigen Spiel noch stärker aussehen, auch wenn ich hier mein Übersichtsheft bzw. mein Kampagnenbuch hochhole, das ist ein Prototyp, bitte zu bedenken. Und ich werde euch gleich ein sehr komplexes Szenario vorspielen, Sassari heißt es, das habe ich ausgewählt, weil es aus mehreren Kapiteln besteht. Und ich euch hier richtig viel vom Spiel zeigen kann. Ihr könnt natürlich das Ganze euch angucken. Willkommen, das würde mich freuen. Oder aber ihr springt eben ab und zu. Es wird nämlich mit Sicherheit ein etwas längeres Video. Ich werde euch jetzt keine Spielregeln erklären. Das mache ich sozusagen on the fly, also beiläufig. Und ich werde euch auch nicht den Spielaufbau und das ganze Material vorstellen. Das mache ich jetzt verkürzt. Und ihr seht hier in der Mitte auf jeden Fall dieses super schön geschaltete Spielbrett. Es ist gridbasiert, das heißt, wir haben links und rechts Buchstaben, oben und unten Zahlen. Daraus ergeben sich dann konkrete Koordinaten, die für die Platzierung bzw. für die Quests von Bedeutung sind. Dann haben wir hier diese dreidimensionalen Spielplanteile. Das sind Riffs bzw. verschiedene Ebenen, unterirdische Berge, die zusammen mit dem Spielfeld Level 1, 2 und 3 wiedergeben. Auf dem Spielplan seht ihr verschiedene Tokens, wie zum Beispiel hier diese Gebäude-Tokens oder hier die verschiedenen Ressourcen-Tokens. Viele von denen sind noch verdeckt und wollen exploriert werden. Einige sind bereits entdeckt. Und neben dem Spielbrett seht ihr dann verschiedene Eventkarten, Miniaturen, Standees. Ihr seht diesen wichtigen Rundentracker. Da seht ihr hier oben die Spielrunden. Es gibt immer 10 Spielrunden, die ein Kapitel ausmachen. Der Kapitelmarker schreitet also immer nach dem Ablauf von 10 Spielrunden rum. Hier seht ihr die allgemeine Meeresströmung angegeben. Wie gesagt, eine ganze Menge Spielmaterial. Hier das Spirit Board. Aber das würde jetzt auch zu weit führen. Wir gucken jetzt nochmal uns die beiden Sirenen an, die mitspielen. Wir müssen nämlich immer mindestens mit 2 Sirenen, bis zu 4 können wir spielen. Und das sind übrigens die Sirenen, die ich nicht spiele. Ihr seht hier auf dem Rochen Vendor diesen Tankigen, das ist so ein Support-Charakter hier auf der Schildkröte. Das sind natürlich, ich sagte es eben, Prototypen-Miniaturen, aber ich finde, auch die sehen schon richtig gut aus und wartet, bis ihr die beiden Bosse seht. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die beiden Sirenen an und ihr seht, die Sirenen kommen mit so zusätzlichen Sheets. Auf der Rückseite seht ihr übrigens eine Übersicht über die Produktionsgebäude und deren verschiedenen Ressourcen, die sie benötigen. Ich habe hier gespielt oder ich spiele mit Pincura und Zenaya.
Wie gesagt, jeder mit so einem einzigartigen Sheet. Wir gucken uns einfach mal exemplarisch den von Senaya an. Und das ist ja schon mega genial. Das ist ein Punkt des Spiels, der so besonders ist. Denn diese Sirenen unterscheiden sich extrem. Sie haben nämlich bereits zu Beginn drei Spezialfähigkeiten hier oben angegeben über ja eben der Spezialfähigkeit Mount und der Singenfähigkeit. Und dann haben wir hier die aktivierbaren Fähigkeiten in Form eines Talentbaums. Wir fangen hier alle an auf dieser Basisfähigkeit und in dem Szenario Sassari bekommen wir sogar eine Level 1 Fähigkeit. Ihr seht, diese Marker stehen alle zur linken Seite, sind also aktivierbar, wenn sie nach rechts geschoben werden. Das können wir einmal pro Kampfrunde machen, dann gelten sie als aktiviert und müssen über diese Livestream-Leiste, die wir uns gleich angucken, hier bezahlt werden. Dann haben wir hier natürlich noch passive Fähigkeiten, die sehen hier unten aufgelistet, auch zwei sind davon hier freigeschalten. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit, Angriffs- und Verteidigungs- bzw. Crit-Würfel zu kaufen. Das ist die wichtige Spirit-Bar, die wir anwenden können, um eben diese Würfel zu kaufen, aber auch auf dem Spirit-Board tätig zu werden. Und ihr seht, das Ganze ist übrigens modular, das heißt, wir können uns das so platzieren, wie wir wollen. Die andere Seite ist das Charakterboard hier. Für Senaya startet die mit 12 Lebenspunkten, seht ihr hier, Livestream natürlich on cap. Und das sind hier die Basisfähigkeiten, Angriff, Verteidigung, Initiative, Ausweichen, Netz, was ihr hier seht, Dual Layer und die Aktionspunkte, Aktions- oder Movement-Punkte. Jetzt fragt ihr euch, wie die Würfel hier hinkommen. Und zwar bekommt jeder von uns zu Spielbeginn eine Waffe bzw. eine Rüstung. Ich habe mir hier die Wassersense genommen und ein Netz oder einen Sattel. Die könnt ihr hier vorne in euren Halter tun und hier, da sie gebaut wurde, diesen orangen Marker in die linke Seite tun. Da seht ihr hier auf der Seite die Kosten für den Erwerb, denn ja, man kann die anderen Karten, die hier liegen, auch noch im Laufe des Szenarios erwerben beim Schmied, beim Blacksmith. Vielleicht schaffen wir das und man kann sie aufwerten, aber zuerst einmal erhöht diese Karte eben meinen Angriffswert um 3. Und das zeige ich hier durch diesen 12-seitigen Würfel an, 3 plus 3. Während mein Sattel, und ich sehe, ihr habt es verstanden, die Movement, also Aktionspunkte und den Dodge-Wert um jeweils 1 erhöht. Also ist eine ganze Menge und damit ist es ja noch nicht genug. Wir bekommen noch Verbrauchskarten, also eine ganze Menge, was wir hier mit den Sirenen bekommen. Und ich glaube, das reicht auch, um jetzt hier mal durchzustarten. Ihr wollt ja wissen, worum es geht. Und jetzt lese ich euch das kurz auf Englisch vor, fasse es kurz zusammen und dann ja, machen wir die letzten Aufbauten und dann geht's eben los. Your loyal caravan leader, Sassari, was captured by the Shirak and Drukhata during one of his missions for your King Tarelus and Queen Sentara. However, our scouts have discovered that he was taken to a distant area in the south, to the neutral trading region of Leroshah, with the trading city called Durand. There are no borders here, so the Shirak and Drukhata have also settled here alongside neutral outposts. However, they seem to want to increase their presence here as more and more units are arriving. Durand has offered you his support. Unfortunately, the last strong stream and a deep sea earthquake have caused a lot of damage. You can use Durand and its marketplace, the caravan standee, the warehouse, and the resources, as well as the two outposts. But you must first help them to rebuild. Durand, help them, and you will have Durand on your side to find Sassari. Gut, das heißt, unsere Aufgabe ist es, Durand zu reparieren. Das tun wir, indem wir Bretter und Stein hier hinbringen und dort unsere Aktion beenden. Das wäre dann die Aufgabe. Und übrigens sollen wir auch noch einen Polisher und eine Botaniker bauen. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft. Und wichtig ist, dass wir das Ganze mit dem Reparieren bzw. dem Aufrichten der Stadt Durand bis Spielrunde 3 schaffen und deshalb legen wir den Eventmarker hier auf die Spielrunde 3. Wenn wir das Ganze gemacht haben, dann haben wir Zugriff auf den Marktplatz, wo wir eben neue Marktplatzkarten kaufen können oder unsere Karten wieder aufladen können. Außerdem können wir Waren im Verhältnis bei Basiswaren zu finalen Waren 4 zu 1, Fertigmaterial zu finalem 2 zu 1 tauschen. Und dieser Stream, der startet aktiv. Und wir bekommen aber als zwei Spieler auch noch so einen kleinen Startbonus, nämlich wir bekommen zwei Bretter und einen Stein. Und ich
leg den jetzt einfach mal zu Pinkucha rein. Ihr habt es eben rausgehört, wir müssen auf jeden Fall reparieren. Und ich sag mal, ja, 8 Bewegungspunkte zu 6 Bewegungspunkte, das macht den Bock jetzt auch nicht fett. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch gucken, wo die beiden Kameraden eingesetzt werden. Dazu werfen wir den vierseitigen Würfel. Ich fange einfach mal beim Pinkucha an, vielleicht habe ich ja Glück. Und würfel eine 3, habe ich gerade gedacht. Ich habe eine 3 gewürfelt und stehe hier. Ist das der Wahnsinn? Das heißt, ich bin relativ nah an Durant dran. Jetzt gucken wir mal, wo Zenaya einsetzt. Vielleicht geht es ja so glücklich weiter. Ja, die startet auf 2. Ist auch nicht verkehrt. Im Prinzip können wir jetzt anfangen, noch einmal, dass ihr es alle wisst, Durant muss repariert werden, bis wir hier dieses Event Runde 3 machen. Wir haben übrigens den Story-Ablauf bzw. den Rundenablauf hier auf diesen Übersichtskarten drauf. Das finde ich ziemlich cool an der Stelle. Und auf der Rückseite haben wir so Singing Combinations drauf. Auch da müssen wir dann gleich mal gucken. Wenn wir zusammen kämpfen, schalten wir nämlich diese Möglichkeiten frei. So richtig tolle Spezialfähigkeiten zusätzlich zu den Fähigkeiten. Ich meine, einfach alles voller Fähigkeiten im Spiel. Ja, und so eine Spielrunde läuft eben ab, dass wir zuerst unsere Story voranschreiten. Das gibt's ja jetzt an der Stelle nicht. Beziehungsweise habe ich eigentlich gemacht. Ich schiebe den Marker schon mal davor. Wichtig ist, bevor wir das machen, da ist aber nichts, ziehen wir die Eventkarte und ihr drückt mir die Daumen, dass es so gut weitergeht. Das kann doch nicht wahr sein. Man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Ich habe die Schwerter gesehen und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Hier steht Draw Creature from the Opponent Cards. Und das ist natürlich total übel, denn es hat so gut angefangen. Jetzt muss ich hier eine Opponent-Karte ziehen. Und tatsächlich, das ist wirklich irre, weil in diesen Eventkarten passieren häufig auch gute Sachen. Und ich kriege direkt einen Spawn und es spawnt ein Pekro. So, den Pekro suche ich mir jetzt mal raus. Tatsächlich brauchen wir eigentlich auch erstmal nur den Pekro. Da steckt dann hier später noch eine Karte da drin. Vielleicht finde ich ihn auch direkt. Pekro, Pekro, Pekro. Kann ja nicht sein. Bogado, Lork. Da ist er, die unterste Karte. Ja, ihr seht, da ist jetzt wirklich nichts vorbereitet gewesen. Ich lege ihn mal hier hin, dann seht ihr ihn. Aber noch einmal, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Das ist dieser Pekro. Hier, der ist es. Denn alle Informationen, die wir jetzt brauchen, stehen hier unten drauf. Es sind 4 Felder, die er sich bewegen wird, wenn er an die Reihe kommt. Und das Interessante ist, die wollen in dem Fall verhindern, dass Durant wieder repariert wird. Das bedeutet, alle Gegner, die jetzt hier spawnen, werden Durant angreifen und werden erst einmal unsere Sirenen ignorieren. Und hier müssen wir jetzt auch würfeln, wo der eingesetzt wird. Ja, vielleicht haben wir jetzt mal Glück und würfeln eine 1 und würfeln eine 3. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt startet der hier unten. Ich habe es eben gerade gesagt, der greift nicht mich an, also nicht Pinkucha an, sondern der versucht hier hinzukommen nach Durant. Gut ist natürlich, dass ich schneller bin mit Pinkucha. Ich habe euch ja eben gezeigt, 4 Movement-Punkte, ich 6 Movement-Punkte, ich bin zuerst dran. Aber optimal ist es nicht als Start. Vielleicht ist es für euch ein guter Vorführeffekt. Ich leide derweil, aber es ist eine positive Form des Leidens. Ist also so Eustress. Also, los geht's ins Spiel. Jetzt sind die Sirenen an der Reihe und da gibt's keine festgelegte Reihenfolge. Wir dürfen alternierend spielen. Wir dürfen sogar ihren Zug unterbrechen. Wichtig ist, dass wir die Movement-Punkte uns merken. Das wird mir mit Sicherheit das ein oder andere Mal nicht gelingen. Ich fange jetzt mal mit Zenaya an. Die ist hier hinten relativ verloren. Hoffe, dass da irgendwas Tolles zum Scouten ist. Sie bewegt sich mal 1, 2 Punkte. Ihr seht, man darf sich diagonal bewegen und dann entdeckt sie eine Muschel. Was ist das denn jetzt für eine Muschel? Ihr seht, ich muss da auch. Also eine Rundmuschel. Und zwar ist das hier eine Standard-Rundmuschel, die Zenaya findet. So sieht die aus. Die packt sie jetzt in ihr Netz rein. 5 Sachen darf sie tragen. Und wenn sie die dann zum Polisher bringt, den gibt's nicht, dann kann sie die verarbeiten. Und was machen wir dann mit diesen Muscheln? Auch das kann ich euch mal bei Zenaya zeigen. Ihr seht, mit diesen Muscheln kann sie zum Beispiel beim Magician später Fähigkeiten aufwerten. Und das ist eine der allertollsten Sachen im Spiel. Also, 1, 2, ihr seht, ich habe ein bisschen Spaß. Wir gehen mal weiter. Oh, guck mal, hier könnte sie ein Metall einsammeln. Aber die Zeit drängt. Die Zeit drängt, Freunde. Ich muss ja zur Verteidigung, ich muss hier helfen. Iridium, daraus können wir Barrels schmieden. Und aus Barrels können wir dann so tolle Sachen bauen. Ausrüstungsgegenstände aufwerten, neu kaufen. Ich weiß überhaupt nicht, womit ich anfangen soll. Aber pass auf, wir müssen uns beruhigen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles richtig gemacht. Mit dem 8. Punkt kommt er auf den
Oh, Livestream. Ja, super. Ja, ihr seht, das war jetzt wirklich der Überraschungseffekt. Ist eigentlich ganz cool, dass das so nah an Durant ist. Hätte ich jetzt hier Punkte auf meinem Livestream verloren, würden die sofort auf Maximum aufgeladen werden. Ist eigentlich ziemlich Gutes zu wissen. Also, nehmen wir das Positive mit. Und Zenaya ist fertig. Jetzt kommt Picura dran, hat 6 Punkte. Die will überhaupt nicht gegen den Pekro kämpfen. Blödsinn, der soll ruhig mal kommen. Wir bewegen uns jetzt einfach mal in die Stadt. Und da können wir unterwegs auf jeden Fall mal den Punkt mitnehmen und erkunden. 1, 2, ja, ich verliere einen Punkt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich schaffe das. Guck mal hier. 1, 2. Und es ist ein Steinbruch. 2. Super, wir haben Steinbruch vor der Tür. Das ist echt gut. 2 Punkte verbraucht. Und dann dürfen wir uns auch eine Ressource mitnehmen. Und hier ist das sogar gleich das fertige Produkt. Ihr seht aber, das Netz ist voll. Ich bin aber richtig gut ausgerüstet, um gleich zu reparieren. 3. Punkt. 4, 5. Ihr seht, der Wechsel um eine Levelstufe kostet einen Punkt. Und dann gehe ich einfach mal einen 6. Punkt. Ich kann ja einfach mal auf die Karawane mich draufstellen. Das ist ein befreundetes Gebäude. Und jetzt kann ich direkt das Gebäude reparieren, denn ihr seht, das Reparieren beendet meinen Zug, aber ich brauche keine Movement-Punkte, ich habe ja auch keine Movement-Punkte mehr. Und das Reparieren, ihr habt es euch vorher vielleicht gemerkt, kostet eben einmal Stein, einmal Holz. Und um anzuzeigen, dass jetzt dieses Headquarter repariert ist, schmeiße ich das X ab. Und das ist super gut, denn ab jetzt kann ich das alles nutzen. Den Marktplatz, diesen Storage-Raum und die Karawane, die hier jetzt startet, herumzureisen und Sachen einzusammeln. Oder kann ich ja jetzt auch gleich mal hier rumreisen und neue Sachen sammeln. Vielleicht kann ich hier das Iridium einsammeln. Ich werde auf jeden Fall mal hier gleich eine Runde fahren. Oh mein Gott, es läuft, es läuft. Obwohl der Pekro gespawnt ist, es läuft. Also, beide Sirenen waren dran. Wir springen einen Schritt runter. Trotz aller Euphorie müssen wir natürlich noch weiterspielen. Und wir lassen die Karawane losfahren. Mit 1, sie hat 6 Punkte. 2, 3, 4. Jetzt sammelt er hier einen Stein ein, legt ihn hier auf dieses 5 und dann 5, 6. Der ist total safe, der wird auch nicht angegriffen, NPCs eigentlich sowieso nicht, da gibt es so ein paar Sonderregeln. Der wird hier hinschwimmen zum Carpenter, also zum Zimmermann, um hier Holz abzuholen. Ja, jetzt sind wir tatsächlich durch mit dem Guten. Jetzt kommt Wakai, das ist der große Wal, den seht ihr da hinten, den seht ihr auch gleich. Im Moment gibt es ihn noch nicht. Also kommen die Gegner an die Reihe und da gibt es ja nur einen, also den Pekro. Der hat eine 4 und ich sage das gerade, der versucht, Durant anzugreifen. Also los geht's. 1, 2, 3, 4. Eigentlich ganz gut, dass er nicht rangekommen ist, denn das gibt uns einfach eine runde Zeit, um unsere Truppen zu sammeln. Denn ich sehe hier auf dem Board, der greift mit 3 Würfeln an und verteidigt mit 3 Würfeln. Das ist ein relativ starker Gegner. Ja, vielleicht müssten wir da uns zusammenschließen. Ich weiß es nicht. Schaffen wir das? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe so ein kleines bisschen Angst. Ich muss gleich so eine wichtige Entscheidung treffen. Aber gut, ich denke jetzt schon in die nächste Runde. Jetzt kommt der Boss und dann haben wir auch schon die erste Spielrunde fertig. Das heißt, dieser Marker wird jetzt voranschreiten. Ein Story-Event gibt es nicht. Ne? Wir sind immer noch in Kapitel 1 dieser Rebuild-Durant-Aufgabe. Aber jetzt passiert hier was. Guck mal da. Jetzt spawnt der eben angesprochene Wakai. Und zwar spawnt er immer an der gegenüberliegenden Seite, wo die Strömung hintreibt. Der schwimmt sozusagen durchs Meer. Und ich habe ja vorher gesagt, das Wasser treibt nach Westen. Also spawnt er hier. Wir dürfen uns den Spawnpunkt selbst aussuchen. Ich klatsche ihn jetzt mal hier hin. Ah, da kann ich euch vielleicht was Unvernünftiges zeigen. Was richtig Unvernünftiges. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt mache, wirklich vernünftig ist. Ich glaube, ich muss vernünftig sein. So. Und jetzt passiert noch das, was da drunter ist. Der Wal bleibt nämlich liegen. Und zwar geht die Strömung los. Und von der Strömung betroffen ist jeder in der Ebene 1 und 3. Und es gibt ja nur Ebene 1 und nur die Sirenen. Das heißt, nicht der Wal, nicht der NPC. Und die werden 2 Felder bewegt. 1, 2. Okay. Ja, da erübrigt sich jetzt meine Idee mit dem... Ich wollte euch zeigen, wie man den Wal lootet. Müssen wir das später machen. Da würde ich tatsächlich sagen... Ich weiß es nicht. Ach, so blöd. Naja gut, okay, aber wir müssen ja spielen. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit jammern. Es geht los, die Sirenen sind an der Reihe. So, und die Sirenen sollten jetzt diesen Pekro vielleicht mal angreifen. Der zerschießt mir hier gerade einiges. Das ist Zenaya. Ich gucke mal gerade, ob die hier hinkommt. Mit 1, 2, 3 könnte die so ein Gras holen. Mit 4 könnte sie es umwandeln. Oh, wir haben ein Event vergessen. Wir haben ein Event vergessen. Guck mal hier, Eventkarte. Das ist ganz wichtig, das kann wirklich mal passieren, ne? Also, setzen wir ihn mal hier zurück,
ziehen wir erstmal eine Eventkarte und da sehen wir ein Event. Oh mein Gott, the Siren gains increased power from recent victories. Plus 2 Attack. Okay, jetzt würde der Stream triggern. Ich habe es vorher gesagt, da passieren ein paar Fehler. Also hier das auf dem Gameboard nach der Eventkarte. Aber das, was jetzt hier drauf steht, ist ja quasi eine Einladung, jetzt den Pico anzugreifen. Also kommt, wir planen ein bisschen um. Ist übrigens ein bisschen schade hier für die für den Polisher und die Botaniker. Aber wir kämpfen, Freunde, wir kämpfen. Und ich fange an mit den Sirenen, mit Zenaya. Die geht ein Feld, 2, 3 Felder, 4, 5, 6 Felder. Sie hat 8. Sie gibt ihr 7. Feld aus, um einen Kampf zu initiieren. Das heißt, wir merken uns, sie hat noch ein Feld. Ach, ich lege mir jetzt mal hier so einen Würfel hin, um das anzuzeigen. Das ist mit Sicherheit nicht die beste Lösung. Aber ich habe es jetzt mal gemacht. Und jetzt kommt Pinkura und sagt, sie joint the battle. Sie joint the battle. Und dann nimmt sie eben auch einen Würfel und hat noch 5 Felder, weil sie hat ja 6 Movement-Punkte. Ja, jetzt gucke ich doch mal gerade, was ich hier Tolles machen kann. Ja, das Erste, ich bin schon am Weiterplanen und Denken. Das Erste, was jetzt gemacht wird, es wird die Initiative ausgewürfelt. Und ich hole jetzt erstmal dieses Charakterboard vom Gegner näher. Und ihr seht hier in Gelb das Level 1. Das heißt, 8 Lebenspunkte hat der Pekro. Es ist nicht besonders viel. Aber er hat eine Basisinitiative von 3. Ich hoffe, ihr seht es. Ich halte es euch einmal hoch in die Kamera. Ich kann nicht ständig nah ranfahren. Also 3 in der Initiative, 5 Basis im Angriff, 2 in der Verteidigung und 3 im Dodge. Jetzt werden wir mal die Initiative für diesen gesamten Kampf auswürfeln. Da wird nämlich jeder einen diesen Spezialwürfel würfeln. Ich fange mal an bei Zenaya. Zenaya, die hat nämlich den Kampf angefangen. Die hat eine 3 gewürfelt. Das heißt, sie ist bei einer 5. Pinkura hat eine 2 plus 1 sind 3. 5, 3. Und er startet mit der 3, 4. So. Wenn ich es recht noch im Kopf habe, dann hat Zenaya das Höchste. Sie ist der Charakter mit der Nummer 4, nimmt sich den Marker mit der 4, klatscht den hier drauf. Sie startet. Dem Pekro geben wir jetzt so einen 1er Gegnermarker und platzieren ihn auf die 2. Position. Und unsere Sirene mit der Nummer 2 ist Schlussspielerin. Okay, das ist ja gar nicht so verkehrt, dass ich anfangen darf. Und auch hier müssen wir uns jetzt mal diesen Basisangriffswert angucken. Ihr seht, Zenaya greift mit 6 an. Plus 2 durch die Eventkarte. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich mir hier so eine 8 als Erinnerungsmarker hinlege. Denn alles andere kommt ja noch dazu durch meine Angriffe. Wichtig ist jetzt, dass wir so unser Character Sheet so ein bisschen vor Augen haben mit allen Fähigkeiten, die hier gerade bereit sind. Einige von denen werden wir jetzt gerade nicht nutzen können, weil, ich muss mal gucken. Ich habe auf jeden Fall, bin ich total aufgeregt. 2 weiße Würfel würfel ich jetzt im Angriff. Es können Gruppenfähigkeiten aktiviert werden. Ich lunze immer mal so ein bisschen darüber. Leider hat Pinkura keine freigeschaltet. Aber hier mit Swap hat auf jeden Fall Zenaya selbst eine freigeschaltet. Und ich gucke immer noch mal auf das Singen. Ja, beim Singen können wir Lebenspunkte regenerieren oder Blutungsschaden verursachen. Das ist natürlich auch total gut. Oder wir können Auto-Crit machen. Aber ist der so stark? Ist der Pekro so stark? Ich sage jetzt mal, ich singe nicht. Ich gucke aber nochmal hier oben eine Mountability. Secret Swap, choose one of your attack dice. Ja, Swap, Secret Swap. Change one of your attack dice with the opponent. Wow, können wir vielleicht machen, ne? Komm, ich würfel mal. Zack. Das ist kein schlechter Wurf. Ja, ist auch nicht der beste Wurf. Aber immerhin ist eine 11. Der Gegner ist dran. Und ihr seht es auf seiner Karte. 3 Würfel. 3 Würfel. Verdammt nochmal. Außerdem bekommt er noch einen Dodge-Die. Den bekommt man immer, wenn man verteidigt. Jetzt überlege ich noch gerade, ob ich irgendeine Fähigkeit aktiviere. Guck mal hier. All-Round-Strike. Ey, komm, hier. Ich mach das. Hier, das reicht mir nicht, meine 11. Ich will dem noch richtig auf die Nase geben. Ich aktiviere meinen All-Round-Strike. Das kann ich machen. Einmal pro Kampfrunde. Und das bedeutet, ich würfe 2d6. Jetzt nehme ich mal so ein D6 hier, das war ein D6, ne? Das hier. Ah, der soll die 5 anzeigen. Ah, der soll die 5 anzeigen. Merkt euch bitte, dass der noch 5 Bewegungspunkte hat. Den würfel ich 2-mal und nehme den höheren Wert. Oh, ich habe eine 6 gewürfelt. Ist ja genial. Das heißt, da kommt eine 6 drauf.
Ja, das ist die Sonderfähigkeit hier. Guck mal hier. Roll 2d6, the highest value. Das heißt, wir haben hier eine 11, 17. Ich habe eine 17 gewürfelt. Aber All-Round-Strike verbraucht und muss bezahlt werden über den Livestream. Kostet mich 2 von meinen Livestream-Punkten. Ich glaube, die waren es auf jeden Fall wert. 17 Punkte. Und jetzt kommt der arme Kamerad und verteidigt mit seinem Dodge-Die. Guck mal, was bei rauskommt. Und, oh, das war gar nicht gut. Ich glaube, da müssen wir nichts aktivieren. Ich lege es mal hier hin. 1-1-1, können wir schon mal vergleichen. Verteidigungsfähigkeit, ihr hattet es auf dem Schirm, war eine 2. Auch hier kann ich einfach mal so einen Würfel als Symbol dahinlegen. Dann hat er nicht mal mehr einen Dodge gewürfelt. Das war so ein vernichtender Schlag mit dieser Wassersense des Todes. Also 17 gewürfelt gegen eine 4, ohne dass er dodged, ohne dass er hier eine seiner Fähigkeitskombinationen freischaltet. Ihr seht, eine 1-1-2 wäre gut gewesen, 2-2-2, 1-2-3, das wären alles so Fähigkeiten bzw. Spezialangriffe, alles nicht gewürfelt. Das heißt, jetzt bilden wir die Differenz, 17 minus 4 sind 13, wir verursachen einfach mal 13 kranke Schaden. 13 ist natürlich größer als 8 und wir zerlegen den Pekro. Alles richtig gemacht und jetzt passiert einiges. Jetzt gibt es erstmal Belohnung und ich würde tatsächlich sagen, Zenaya bekommt die Belohnung. Einmal dürfen wir diesen Belohnungswürfel als Lootwürfel würfeln und wir bekommen eine beliebige Ressource. Wow, Leute, das ist richtig gut. Eine beliebige Ressource, leider nur in seiner Rohform. Und wir können ja schon mal so ein bisschen perspektivisch denken an der Stelle. Vielleicht uns irgendwas holen, was wir später brauchen. Boah, guck mal hier, da ich hier diesen Allround-Strike habe, hier muss man planen und dann den Double-Combo vielleicht freischalte, könnte ich mir doch mal eine goldene Perle holen. Und zwar hier in dieser Rohstoffform, das wäre diese Polished-Variante. Also zack, richtig cooler Loot. Und dabei bleibt es nicht, denn wir haben den ja umgehauen. Das heißt, wir bekommen jetzt als Belohnung Spirit-Punkte. Und zwar so viel Spirit-Punkte, wie hier angegeben ist. Also 3 Punkte pro Teilnehmer der Sirene, auch wenn Pincura überhaupt nichts gemacht hat. Und wir haben hier eine Spezialfähigkeit Spirit Rush. Wir müssen auf alles achten. Plus 1 Spirit nach dem Angriff. Wenn das nicht mal ein super erfolgreicher Angriff war, ja, besser hätte es einfach nicht laufen können. Ich mache so ein bisschen frei. Und wir wissen an der Stelle, dass Pincura noch 5 Movement-Punkte hat. Zenaya, die hat eh genug geleistet, hat noch einen Punkt. Ich weiß auch gar nicht, was sie groß damit anfangen soll. Ja, vielleicht geht sie mal den einen Punkt hierher und damit ist sie fertig. Jetzt kommt Pincura an die Reihe. Ich sagte ja, sie hat noch 5 Movement-Punkte. 5 Movement-Punkte und ich weiß hier, also das ist ja schon mal super, dass wir das gemacht haben. Müssen wir auch in Runde 3 geschafft haben. Damit wir eben weiterkommen nach unserem Rebuild-Durant-Schritt. Aber wir hätten ja die beiden noch gerne repariert. Na komm, 5 Punkte mache ich mal hier eine 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht noch dahin komme und da was looten kann. Okay, das waren die beiden Sirenen und jetzt kommt unsere Turboschildkröte. Die fährt jetzt mal los. Ja, die wollte ja Holz sammeln. 1, 2, 3. Dann bekommt sie ein Holz und auch hier ist es so, immer in der Rohstoffform, 3, 4, auch sie wandelt es um, 4 und ja, ich habe irgendwie Lust, das Ding da einzusammeln. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, perspektivisch. Leute, das ist für mich ein Live-Playthrough, ich mache das einfach so, 4, 5, 6, ich schwimme da hoch, das kostet zwar unfassbar viele Punkte, aber ich will dahin. Das ist wahrscheinlich super unklug, aber ich mache es jetzt mal. Wahrscheinlich wäre es viel klüger, mit der Schildkröte hier rumzuschwimmen und da unten zu looten und Sachen zu sammeln. Aber ich bin ja selbst ein Anfänger. Okay, na, Wakai ist dran und der schwimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Vielleicht eröffnet das mir eine Tür. Die Gegner sind dran, die Gegner sind weg. Das ist gut. Und jetzt sind die Bosse dran und die gibt's noch nicht. Und das heißt, wir kommen in die dritte Runde und da kommen wir sofort zum Story-Event. Und das bedeutet, wir blättern hier um und es kommt zu First Attacks. Soul. Scouts report from the darkness that small forces of Shirak and Drukhata are attacking the trading town Durant. They want to stop your attempts to connect with Durant and search for Sasari. Okay. Das heißt, es gibt jetzt Angriffe. Ich habe gedacht, ich bin durch die Angriffe durch. Jetzt kommen neue Angriffe. Okay, was passiert jetzt? Draw enemies.
from the appearance deck, das kennen wir von eben, and place them as follows with a d6, brauchen wir den d6, on the following fields. Roll again if the number is the same. In normal mode, okay, Rakima und Kapula are put back und die Plus-1-Regel, zeige ich euch nochmal hier, manchmal steht hier eine Plus-1, dann werden weitere Karten gezogen. Das passiert aber nur durch Eventkarten, das heißt, da sind wir sicher. Das heißt, es wird jetzt zu einem Spawn von zwei neuen Gegnern kommen und dann steht hier Protect Durant and Stop the Opponents, also verteidige Durant und hau die Opponents um. If they reach Durant, it is destroyed, the scenario fails. Place the Event Marker, das ist der, auf den wir gerade gekommen sind, auf Runde 7, das ist hier, and reach Chapter 3, wenn wir da hinkommen. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt mal weiter aufbauen. Und ihr seht, es geht richtig, richtig kriegerisch weiter. Ja, wir ziehen den ersten Gegner. Das ist der hier. Und der spawnt auf, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo er spawnt. Ein bisschen aufgeregt. 5. 5 ist Q3, das ist diese Karte. Q3 ist hier. Und es ist ein Orgado. Ein Orgado. Der ist der hier. Orgado, der ist schnell. Oh je. Oh ja. Und guck mal, jetzt seht ihr hier was. Dieses Schwert bedeutet, das ist ein Hunter. Hunter bedeutet, dass der jetzt eine meiner Sirenen jagen würde. Wenn wir nicht die Sonderregel hätten, dass die unbedingt Durant zerstören wollen. Normalerweise würde man jetzt auswürfeln, ob hier Zenaya oder Pinkura von ihm gejagt, also gehuntet würden. Aber ist ja nicht so durch unsere Sonderregel, ja? Trotzdem ist der Typ bestimmt ekelhaft. Ich kann ihn ja schon mal raussuchen. Was habe ich gesagt? Orgado. Ja, wie gesagt, man muss das nicht sofort ziehen. Rukata Orgado. Da seht ihr ihn schon mal. Kleiner Vorgeschmack. Und im Spiel zu zweit kommt eben ein zweiter Gegner. Ein Viprock, auch ein Hunter. Dürfen wir ignorieren. Spawnt auf eine 2. Und die 2 ist eine C14. Also da oben. C14 da oben. Und auch hier mache ich es jetzt schon mal so für den Viprock, dass ich mir das aussuche. Viprock. Oh Mann, zwei Gegner, die mich hier ärgern wollen. Ein Shirak und ein Rukata. Dass die sich da zusammenschließen. Ekelhafte Sache. Okay, die Eventkarte von letzter Runde wird natürlich abgeworfen. Wir ziehen eine neue Eventkarte und dann kommen wir nämlich noch zu dem da. Also zu dem auf dem Board. Eventkarte. Okay. The deep sea brings with it a slight current that gives the sirens a boost. +3 movement for all sirens. Okay, +3 movement. Das könnte ganz gut sein. Oh, ich kann euch was zeigen. Oh nein, wir sind in Runde 3. Oh, Runde 3. Oh, super. Guck mal hier, was jetzt passiert. Runde 3 bedeutet, der Stream wird wieder aktiv. Wir werden nach Westen geblasen um 3 Felder, aber nur die auf Ebene 2 stehen. Und das ist er hier. Also das ist in dem Fall, Pinkura ist total irre. 1, 2, die wird hier weggepustet. Oh mein Gott, hier passiert gerade so viel. Und ihr müsst aber wirklich auch auf einiges achten. Es ist wirklich, alleine muss man auf einiges achten. Okay, Freunde, es geht los. Ich muss überlegen, was ich mache. Viel wird wieder an Zenaya hängen. Ihr werdet es sehen. Denn die muss einiges machen. Komm, ich mache jetzt was. Ich zeige euch, wie das Spirit Board funktioniert. Denn ich gebe jetzt einfach mal 2 Spirit-Punkte aus. Ich habe ja so viele. Und schiebe diesen Marker hier vor. Und dieser Marker erlaubt mir, wenn ich eine Ressource sammle, eine mehr zu holen. Denn hier steht eine drauf, der Marker wird danach zurückgesetzt. Und jetzt fange ich an mit meinen 8 Punkten +3. 11 Punkte mich zu bewegen. Guck mal hier. 1, 2, 3. Ich gehe auf dieses grüne Gras. Ja, das ist dieser Marker. Und ich verbrauche auf diesem Spirit Board die Punkte und nehme mir ein zweites Gras. Denn ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, hier zu dem Polisher zu kommen. Denn, ich zeige euch nochmal kurz diese Überschicht, sowohl der Polisher als auch die Botaniker brauchen neben Stone und Boards, von denen habe ich ja genug, auch so ein grünes Netz. Also, ich habe mich 3 Felder bewegt, bewege mich ein 4. Feld und damit darf ich die alle umwandeln und lege die mir rein. Das war Zenaya. Okay. 4 Felder. Es geht weiter. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es klappt. Also, 5, 6, 7, 8, 9,
10-11. Und jetzt kann ich, und ihr seht es hier, ein Gebäude reparieren oder konstruieren. Das hatten wir vorher schon beim Outpost. Nein, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich hab kein Holz mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab eine Idee. Oh Gott, ich hab eine Idee. Pinkura hat das Holz. Guck mal hier. Pass auf. 1, 2, 3, 4. So, sie nimmt das jetzt und lässt die Ressourcen auf ein angrenzendes Feld fallen. Oder wir könnten sie auch direkt einfach tauschen. Das machen wir jetzt mal ganz geschickt. Sie gibt jetzt mal die Ressourcen an Pinkura. Die hat jetzt 4. So, wir könnten sie auch tauschen, also fallen lassen, wenn wir zu wenig Kapazität hätten. Aber wir haben jetzt einen richtigen Tausch gemacht. 4 Felder ist sie gegangen. Müssen wir natürlich auch immer auf dem Schirm haben mit Pinkura. Und dass sie noch 2 hat. Und jetzt hat sie ja alle Ressourcen, die sie braucht. Also hier einmal Netz, einmal Stein, einmal Holz. Ich halte es euch nochmal kurz rein. Um diesen verdammt genialen Polisher zu errichten, das heißt, wir werfen den X-Marker ab und holen uns hier aus dem Off. Ich hoffe, das ist der Polisher. Polisher. Genau, das ist der Polisher. Ich habe zwar nur hier auf das Falsche gezeigt. Das ist der Polisher. Ab jetzt können wir nämlich einfach mal unsere Perlen polieren. Und polierte Perlen brauchen wir für stärkere Ausrüstungen und natürlich unsere ganzen Fähigkeiten. Außerdem kann ich euch gleich was zu Beginn der nächsten Runde zeigen. Also irgendwie mega genial. Gut. Das ist ja wunderbar. Na komm. Zenaya ist zwar fertig, aber wer nicht fertig ist, ist Pinkura. Die kann nämlich 1, 2 gehen und kann sich eine schöne grüne Perle einpacken. Diese hier. Und jetzt ist sie fertig. Das ist nicht so dramatisch, wie ihr gleich sehen werdet. Das ist nicht so dramatisch. Ich lunze schon mal hier drauf für die ganzen Fähigkeiten. Ja. Pinkura. Ich lunze schon mal auf die ganzen Fähigkeiten. Ah, ich bräuchte diese krassen Muscheln. Ich kann aber auch Sachen umtauschen. Ich kann natürlich auch tauschen. Leute, Gott, das ist wirklich leichter, wenn man das Ganze mit mehreren Spielern macht. Guck mal hier, Paralyse, reduces Dodge. So viele tolle Sachen. Ausrüstungsgegenstände, ich will alles haben. Boah, für Ausrüstungsgegenstände brauchen wir dieses krasse Metall, was wir da haben. Wir können auch tauschen. Ich habe so eine gute Idee, was ich mache. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht tauschen dürfen, ist Wolfram. So. Metals and Ore. Wolfram und Osmosium. Lass mich mal gerade gucken. Brauchen wir eh nicht. Wir brauchen Iridium. Freunde. Wir brauchen Iridium. Und das ist tauschbar, wie ich hier sehe. Gut. Ab und zu muss man nachgucken. Aber ihr werdet gleich sehen, dass das ziemlich cool ist für einen Kampf. Weil ich dann meines Wissens, beziehungsweise meiner Gedanken zufolge, hier mir was Schönes ertauschen kann. Okay, jetzt kommt aber erstmal unser komischer Karawanenvogel hier und der bewegt sich bis zu 6 Felder. 1, 5, es kostet 4 Felder hier hochzufahren und 6. Naja, ob das jetzt so super klug war, habe ich ja vorher schon mal gesagt. Ich glaube nämlich, der kann nicht mal mehr dieses Sammeldingen hier benutzen. Also diesen Geysir, der kann das wahrscheinlich nicht mal mehr schmelzen. Das müssten dann unsere Sirenen selbst machen. Der Geysir, muss ich jetzt mal gerade nachgucken. Gut, der Geysir ist auf jeden Fall der, der das umtauscht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob die Karawane umtauschen kann. Das gucke ich gerade mal hinten nach. Das seht ihr jetzt nicht. Okay. Ja, die ist einfach nur ein Sammler- und Storage-Ding, aber jetzt sind wir schon da oben, dann nimmst du halt einmal Iridium mit. Okay, wer weiß, wofür es gut ist. Es läuft ja gar nicht so schlecht gerade, ja? Jetzt kommt Nova Kair und der, da müssen wir gleich hin. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der steht jetzt einfach so günstig. Den müssen wir gleich abfarben. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie das geht. Jetzt kommen die Opponents dran, also die Gegner. Und das ist jetzt natürlich schon auch schwierig, ne? Guck mal hier. Also, einmal der Orgado. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Uiuiuiui, der ist echt schnell. Und hier oben, der geht auch 6. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also die machen richtig Druck, die beiden. Das ist gar nicht mal so unlustig. Das ist gar nicht mal so unlustig. Okay. Ja, einen Boss gibt's nicht. Und das heißt, wir kommen in die nächste Spielrunde. Und ein Story-Event gibt's nicht. Wir schieben ihn vor und da passiert was, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Aber bevor das passiert, ziehen wir noch eine Event-Karte. Okay, sehr interessant. These days, the deep sea is calm. The mainstream also stopped during this round. Das heißt, im Moment gibt es einfach keinen Stream in dieser einen Runde. Oh, okay. Es gibt Dramatischeres, aber es wird produziert. Und zwar autoproduziert. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Schön zugucken. Komm, komm. Yara. Komm. Yara. Auf. Ja. Jetzt an der Stelle haben wir nämlich die Situation, dass jeder von diesen Werkstätten, also zum Beispiel diese Carpentries, die produzieren Holz. Und das können wir auch abholen. Außerdem produziert diese Netzerei, produziert ein Netz. Und der Polisher, der produziert jetzt auch direkt eine grüne Kugel, die gepolished ist. Also es hat sich richtig gelohnt, hier diesen Bau zu erzwingen an der Stelle. Andere Ressourcengebäude haben wir nicht aus dem Feld. Können wir also an der Stelle überspringen. Wir müssen auch die Eventkarte von letzter Runde noch abwerfen. Ist eigentlich egal, wie rum. Wir müssen nur noch sehen, dass der Stream diese Runde einfach gesperrt ist. Okay, dann sind wir eigentlich auch schon bei den Sirenen. Und ich habe es ja gesagt, oh Gott, jetzt passiert echt einiges, gell? Das müssen wir vielleicht mal überlegen. Ich möchte euch zeigen, wie man den Wal abfarmt. Und ich möchte aber auch in dieses Gebäude kommen, um hier eine Verteidigung vorzunehmen. Wer ist denn der Schwächere? Das ist der Viprock, ne? Viprock. Wollen wir den zusammen angreifen? Boah, komm, Leute. Wir machen es ganz mutig. Ich guck mal, wo der hier steht. Der steht hier, ja. Ja, der steht auch noch doof im Weg. Pass auf. Wer ist denn der Schnellere? Zenaya ist schneller. Also, Zenaya ist die Sichelfrau. Zenaya geht 1-2. So, 1-2. Ich bin ganz mutig an der Stelle, ne? Das kann auch schief gehen, was ich jetzt mache. Jetzt gebe ich einen Movement-Punkt aus, um mit Novakai oder Navakai zu interagieren. Das funktioniert so, ich nehme dreimal meine Würfel und darf die dreimal würfeln. Ihr seht hier die Belohnungstabelle und ich hoffe, ich würfel mal einen 1er oder 2er Pasch. Also, 3 Punkte ausgeben. Nee, warte mal. Ja, 3 Punkte, guck. Erstens. 3 und 1, ganz schlecht, will ich nicht. 2, 1, da könnte ich Spirit-Punkte aufladen, das wäre nicht verkehrt. Ich würfel nochmal und 2, 1. Es bleibt dabei, leider nur 3 Spirit-Punkte. Suboptimal. Ich bewege mich ein viertes Feld und ihr werdet gleich sehen, warum. Und jetzt kommt Pinkura mit 1, 2, 3. 3. Ach, hier muss ich mir echt so einen Reminder hinlegen. Der hat noch 3 Felder und sie hat sie hat 4 Felder aus, sie hat auch noch 3 Felder. Das ist ein bisschen tricky, ne? So, noch 3 Felder. Lege ich mir einfach so als Reminder drauf. Und guck mal. 1, 2, 3. Seht ihr, jetzt habe ich gerade vergessen, wie viel ich mich bewegt habe. Ich will nämlich auch noch auf den Wal draufhauen als Pinkura. Und das mache ich jetzt. 3-1. Komm, 2-1, das wären ja wieder die Spirit-Punkte. Und 4-3. Also, sie nimmt die Spirit-Punkte. Unglücklich. Jetzt haben wir aber ganz, ganz viele Spirit-Punkte. Jetzt zeige ich euch mal was Lustiges. Denn ich werde jetzt mal kräftig Punkte ausgeben. Nämlich 4. 2, 4 Punkte ausgeben, um hier einen lila Würfel zu kaufen. Diesen hier. Der ist hier rot. Im fertigen Spiel wird er lila sein. Ich könnte sogar noch mehr Punkte ausgeben.
Soll ich das machen? Soll ich mal das machen? Um einen Crit nochmal zu holen? Einen Crit-Würfel? Oder den zu verdoppeln? Komm, ich gebe nochmal 4 Punkte aus, weil ich es habe. Und verdoppel den. Das heißt, ich darf den Würfel zweimal schmeißen, diesen Angriffswürfel, um mir richtig Druck aufzubauen. Ja, und ganz ehrlich, hier mache ich das auch. Hier werde ich auch mal Spirit-Punkte ausgeben, denn ich werde ja auch gleich Spirit-Punkte bekommen. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr auch was ausgeht. 2 und 4. Und ich gehe jetzt wirklich auf Angriff, kaufe mir hier wirklich einen Angriffswürfel und 5. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, ich kaufe mir da, dass ich mal seht, so einen Crit-Würfel. Das ist ja auch eine Vorführung. Ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht im richtigen Spiel, aber jetzt geht's los. Jetzt wird für Initiative gewürfelt und dann würfeln wir doch einfach mal aus. Zenaya hat ja eine 2 plus eine 2 ist eine 4. Das ist nicht verkehrt. Hier habe ich eine 2 und eine 0. 2, das ist ganz schlecht. Also 4 und 2 und er hat eine 5. Ach du Schande. Alter, Viprock ist sofort auf 1. So, das heißt, ich kann die gleichen Marker von vorher benutzen. Er greift zuerst an, Freunde. Das ist nicht gut. Das heißt, ich hätte vielleicht andere Würfel mir kaufen sollen. Nicht Angriffswürfel, sondern vielleicht Verteidigungswürfel. Das kommt also jetzt zum ersten Angriff. Und da seht ihr, im Angriff hat sie eine 5. In der Basis eine 5. Ich lege das mir wieder hier hin. Und wir wissen noch nicht, wer angegriffen wird. Jetzt seht ihr das mal, wie das funktioniert. Sie nimmt 2 schwarze Würfel, aber sie hat auch einen Crit-Würfel. Die hat standardmäßig einfach einen Crit-Würfel dabei. Und sie würfelt diesen Würfel dazu, um zu entscheiden, wen sie angreift. Okay, also das kann fast nicht schlechter kommen. Zumindest kein Crit, das ist okay. Aber sie hat einfach mal eine 8 in der Basis, hat sogar noch eine ihrer Fähigkeiten freigeschaltet. Ich lege es jetzt tatsächlich mal hier hin, dass ihr das schön verfolgen könnt. Und dieser Würfel heißt, dass alle Sirenen angegriffen werden. Also absolute Katastrophe. Ja, und dann fangen wir doch mal an, mit Zenaya zu verteidigen und packen uns ihr unser Sheet daher. Gucken schon mal gleich. Ah, da haben wir was. Swap one attack dice off the opponent. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um ihr einen Würfel zu klauen. Es gibt so ein paar Möglichkeiten. Ich werde jetzt erstmal würfeln. Und wenn ich verteidige, kriege ich auch diesen Dodge da. Ne? Das heißt, Dodge kann sie auch ganz gut, die Zenaya. Aber ich muss gegen eine 8 würfeln. Ja? Und, oh ja, guck mal hier. Also, Rüstung habe ich 2. 5. Und dann würde ich 3 dodgen. 3 dodgen. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht, Freunde, wie ihr seht. Denn wenn ich diesen Würfel nehme, dann habe ich zwar 5 und die 3 gedodged, aber sie hat ja eine Spezialfähigkeit freigeschaltet. Ihr seht es hier und plus 3 Attack. Da müssen wir was anderes machen. Dann müssen wir tatsächlich mal was Schönes machen. Wir spielen einmal die Fähigkeit Swap hier. Bam. Das kostet mich einen Livestream-Punkt. Ihr seht, es muss alles bezahlt werden. Und da steht drin, Swap one attack die of the opponent with your own death die. Jetzt heißt, ich nehme mir einen death die weg und klaue mir ihren attack die. Wie genial ist das denn? Denn das hat 2 Folgen. Super Vorführeffekt. Ah, sie hatten noch 7 im Angriff und schaltet keine ihrer Fähigkeiten frei. Und ich habe einfach mal eine 6 in der Verteidigung plus einen Dodge. Gehe also komplett schadfrei raus. Besser kann man nicht verteidigen. Eigenlob stinkt, aber ich habe sogar vorgesorgt für die Verteidigung von Pinkura, die jetzt verteidigt. Die profitiert nämlich jetzt von diesem Swap, der hier durchgeführt worden ist, wenn sie selber verteidigt, denn die Spezialfähigkeit von Viprock ist ja nicht gezündet worden. Also, los geht's. Ich schnapp mir 2 Würfelchen und verteidige jetzt für Pinkura. Auch die bekommt natürlich so einen schönen Dodge-Die und die kann richtig schön dodgen mit 6. Das wäre, ja, ist das klasse. Mein Gott, macht es Spaß. Ich habe zwar nur eine 1er Rüstung, habe aber insgesamt 6 verteidigt plus ein Dodge von 6. Wow, bin ich hier schön an der Seite ausgewichen. Ja, du kannst das versuchen hier, Viprock, aber du kriegst mich nicht. Nee, es wird sogar noch schlimmer für dich. Jetzt kriegst du auf die Nase, jetzt bist du in der Verteidigung. Ich stelle schon mal einen Verteidigungswert ein, da ist sie schlechter, da hat sie nur 3 in der Verteidigung. Du kriegst auch deine Würfel wieder, du Lappen, aber ich greife dich jetzt an. Und zwar greift die Nummer 4 zuerst an. Das ist wieder Zenaya. Ja, ich darf hier nichts verrutschen. Guck mal hier, vor lauter Aufregung. Also,
Swap habe ich nicht mehr, aber guck mal hier, ein Allround Strike, den haben wir vorher schon gesehen. Sweeping Blow, der wäre auch gut, wenn ich hier hochwürfle. Ah, komm, es gibt so viele Möglichkeiten. Der Allround Strike, der ist doch wieder bereit. Den habe ich vorher vergessen zu resetten, der war aus dem alten Kampf. Könnte ich auch mal, Allround Strikes. Kostet halt Punkte. Also, komm. 2 und 1, es gibt Besseres. Ich kann ja auch mal gucken, was hier meine Mount Abilities. Change one of your attack die with the opponent. Wäre auch eine Möglichkeit. Für jetzt habe ich erstmal eine 6 und 9 gewürfelt. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was kommt, oder? 9. 9. Boah, hat er stark verteidigt. Ach du Schande. Guck mal hier. Heavy Counter. Oh, Heavy Counter with D4. Guck mal, was ihr hier seht. Ich lege es mal direkt daneben. Also erstmal hat er meinen Angriff verteidigt, was natürlich ganz schlecht ist. Außerdem hätte er den Heavy Counter freigespielt. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das kann ich so nicht akzeptieren. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich es abwehren soll. Das gibt einen Heavy Counter. Siren can't dodge. Okay. Ich muss etwas hier machen. Genau, ich nehme wieder meinen Allround Strike. Der kostet 2 Livestream. Und jetzt werfe ich 2 sechsseitige Würfel. Erster, eine 4. Komm, eine 6 geht. Eine 3. Heißt, komm, eine 4 bei drauf. So, 4 bei drauf heißt, ich habe eine 6. Ich habe eine 13 gewürfelt. 13 gegen eine 8. Das heißt, er kriegt 5 Schaden. Ich habe ganz vergessen, einen Schadensmarker drauf zu legen. Der ist ordentlich stark. Ja, 5 Schaden sind es trotzdem. 5 Schaden. 5 Schaden sind es. Und jetzt kommt der Heavy Counter with a D4. So, Counter kann man nicht so einfach verteidigen. So, ich habe eine 3 gewürfelt. Ich darf aber dodgen. Und der hat noch nicht gedodged. Ich habe vergessen, einen Dodge-Würfel zu würfeln. Oh, gut. Hier, sonst hätte ich umrechnen müssen, sonst hätte der vielleicht keine 5 Schaden gekriegt. Also, alles richtig gemacht. Ich habe jetzt dran gedacht, weil ich kriege ja jetzt 3 Schaden als Heavy Counter und kann aber als Zenaya versuchen zu dodgen. Habe ich geschafft. Dodge heißt Heavy Counter ausgewichen. War also gar nicht so dramatisch. Okay, das war Zenaya. Und dann muss man eigentlich diese Marker hier runterlegen. Der Kampf wird ja scheinbar ein bisschen länger dauern. Jetzt kommt eben Pinkura an die Reihe. Und die ist jetzt dran mit ihrem Angriff. Würfel 2 Würfel. Hier, ihr seht, in der Basis hat sie eine 6. Ich habe eine 3 gewürfelt. 6 plus 3 sind eine 9. Jetzt könnte sie ja auch mal irgendwas Tolles freischalten. Die Double Luck, die habe ich wahrscheinlich auch vergessen, oder? Hier frei zu, also zurück, das war ja noch gar nicht da. Guck mal, was kann die jetzt hier machen? Ich habe was Schönes. Guck mal hier. Increased Anger. Plus 4 Attack when lower als 4 Life-Punkte. Das ist sie ja nicht. Sie hat ja nicht so viel Schaden. Ja, Backslash. Komm, ich schalte mal den Backslash frei. Das kostet mich einen Livestream. Ihr seht, man muss ja was machen. Und wir rollen einen D4. Oh, wir hätten auch mal so einen Würfel eigentlich verbrauchen können. Aber habe ich das nicht gemacht. 3 zusätzliche Punkte. Ja gut, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also, jetzt ist der Verteidiger dran. Und dann rechnen wir gleich mal zusammen. Auf jeden Fall den Backslash habe ich schon gemacht. Und er hat ganz schlecht gewürfelt. Wow, ich weiß nicht, ob es eine zweite Kampfrunde gibt. Denn guckt euch mal an, was jetzt passiert wird. Er hat nur eine 4 in der Verteidigung gegen meine 6. 10, 12. 12 minus 4 sind 8. Und da kann er gar nichts mehr machen, denn er hat ja auch nichts Schönes gewürfelt. Hier keine Fähigkeit freigeschaltet. Er verliert seine Lebenspunkte und wird aus den Latschen gehauen. Unglaublich, es läuft echt gut. Damit ist der Viprock besiegt. Ich räume mal das ganze Material frei. Ihr seht auf jeden Fall, dass es wieder gleich Loot gibt. Und für Zenaya gibt es sogar einen Bonus Spirit. Insgesamt gibt es 4 und für Zenaya eben einen 5. Punkt. Und wie gesagt, 4 hier für Pinkura. Wer kriegt jetzt den Lootwürfel? Zenaya hat es nie, das leere Netz. Das heißt, sie darf sich einen, was ist es? Das ist eine Muschel. Eine Muschel meiner Wahl holen. Jetzt muss man ja schon ein bisschen gucken hier, ne? Muscheln. Was brauchen wir denn für Muscheln, um hier was aufzuwerten? Die Muschel. Wir brauchen unbedingt die Muschel. Die da, die ist toll. Die habe ich schon öfter gesehen. Also suchen wir die Muschel raus. Das ist diese normale Muschel. Die nehme ich mir jetzt. Zack. Für Zenaya. Oh Leute, da können wir richtig tolle Sachen machen. Irgendwie, glaube ich, läuft's. Den Viprock vorsichtig wegtun. Das ist natürlich schon mal total gut, weil der Angriff, also dieser First-Attack-Angriff, der läuft ja gar nicht so richtig. Ja,
großartig. Wir können uns doch bewegen. Ja, fangen wir doch an hier mit Pinkura. Pinkura hat noch 3, das war eine 3 zur Verfügung. Da macht sie mal. Oh, warte mal. Ich kann aber auch hier drin bleiben. 1, 2, 3. Oh nein, soll sie es wirklich versuchen, den großen Kameraden nochmal anzugreifen? Nee, das geht nicht. 1, 2, 3. Nee, Leute, wir dürfen nicht gierig sein. Den Wal abfarmen ist eine interessante Sache, aber der schwimmt gleich 6 Felder weiter. Er kommt aber gleich. Wir dürfen unseren Hauptpunkt nicht verlieren. Dürfen wir nicht machen. So, jetzt kommt Pinkura. Nein, das war Pinkura. Sorry, jetzt kommt Zenaya. Ich bin so aufgeregt. 1, 2. Sie sackt sich hier die Perle ein. Und 3. Okay, jetzt haben wir sie alle berührt geführt. Ich muss ein bisschen Platz machen hier. Okay, Sirenen bewegt. Jetzt machen wir diesen unsäglichen Plan mit dem Iridium weiter. Guck mal hier, 1, 2, 3 und sammeln ein Iridium weiter. So, da man das Iridium mit Sicherheit nicht mit der Karawane umtauschen kann, wir wollen uns nicht selbst betrügen, sammelt er das nur ein und macht 4, 5, 6. Schwimmt wieder runter, bringt den ganzen Bums da hinten hin. Vielleicht können die Sirenen was damit anfangen. Okay, NPC fertig. Jetzt kommt Nawakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist jetzt schade, der wird wahrscheinlich entschwinden. Aber die Verteidigung von Durant ist einfach wichtiger. Denn jetzt kommt der Opponent. Und guck mal hier, was der macht. Der macht 1, 2. Und jetzt ist er benachbart mit seinen 6 Punkten. Hat er noch 4 Punkte über. Verwendet seinen dritten Punkt, seinen dritten Movement-Punkt, um hier eine Belagerung zu starten. Jetzt wird der Marker umgedreht. Jetzt seht ihr schon wieder Prototyp. Hier ist einfach kein durchgestrichenes Verteidigungssymbol. Ich lege es mal an die Seite. Das symbolisiert, wenn diese Verteidigung am Ende der nächsten Runde, also wenn der Opponent wieder drankommt, noch steht, verlieren wir das Szenario. Haben alles verloren. Das heißt, wir müssen diesen Orgado in der nächsten Runde, also in der Runde 5, besiegen. Wow, Tension. Jetzt kommt noch der Boss und dann ist eben besagte Spielrunde fertig. Okay, ich kann jetzt nicht warten, ich muss direkt weiterspielen. Story. Gibt's nicht an der Stelle, kommt ja erst bei Runde Dingsbums. Das heißt, der Marker rutscht hier vor, da passiert gleich auch nichts. Wir kriegen eine neue Eventkarte. Drückt mir die Daumen, dass es nichts Schlechtes ist. Oh nein, ich habe gerade Angst gehabt und es passiert. The Mounts are weakened from the last battle. Oh Mann, wie atmosphärisch. Die Mounts sind noch müde von der letzten Schlacht. Das heißt, wir bekommen -4 Dodge für alle Sirenen. Das heißt, wenn der Orgado uns Schaden gibt, dann tut das diesmal richtig weh. Es wird richtig spannend, Leute. Es wird richtig. Wir können im Kampf nicht ausweichen. Wir sind in Runde 5 und müssen noch 2 Runden überleben. Aber es muss jetzt sowieso passieren. Wir müssen jetzt Huron verteidigen. Also los, kommt Leute. Das muss jetzt funktionieren. Vor allem, vielleicht können wir im Marktplatz nochmal was Schönes machen. Im Marktplatz. Oh nein. Wir müssen nämlich eigentlich zum Blacksmith, um mein Vorhaben. Wir müssen zum Blacksmith, um was zu kaufen, zum Magician. Schaffen wir alles nicht. Es klappt alles nicht. Oh mein Gott, das kann alles nicht wahr sein. Und Pinkura hat nichts umgetauscht. Polisher. Wie kriegen wir denn die verdammten Muscheln hier umgepolished? Macht das auch der Polisher? Ja, Polisher. Da müssen wir rein. War der da eben drin? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir müssen sowieso nochmal hin. Okay. Marktplatz. Auf dem Marktplatz können wir Sachen umtauschen. Ja, aber jetzt pass auf. Komm, wir fangen einmal an mit Pinkura. Die geht ein Feld, tritt hier rein. Sehr, sehr wichtig. In der Verteidigung hat sie jetzt +2. Das ist ganz wichtig zu wissen. Stehe ich in meiner Hauptstadt oder benachbart +2 in der Verteidigung. 1, 2 für Zenaya. Dann geben beide noch einen Punkt aus, um eben anzugreifen. Das heißt, Zenaya hat 3 Punkte ausgegeben und hat noch 4 über. Und ich habe wieder keine Ahnung, wie ich das nachhalten soll. 4 über. So, Pinkura hat sich 1-2 bewegt, gibt einen dritten Punkt aus, hat noch 3 Punkte über. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir das machen. 3 Punkte über, um gleich was zu machen. Aber der Kamerad muss jetzt fallen. Und auch, wir brauchen auch eigentlich Holz. Ne? Wir brauchen Holz und wir brauchen ein Netz. Wir kommen hier mit dem Botanium nicht voran. Das ist schlecht. Wir hätten hier oben was machen sollen. Das weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Wir hätten da irgendwie ein zweites Netz. Ja, doch, zweites Netz haben wir gehabt. Aber ja, wir haben die Schildkröte falsch geschickt. Okay, wir können es nicht ändern. Der Kampf geht los. Wir würfeln, wie ihr das kennt, für die Initiative. Ja. So, ich fange mal bei Zenaya an. Die hat ja eine 2 plus eine 2 sind 4. Merkt euch mal eine 4. Pinkura hat eine 3. Also 4, 3. Und jetzt holen wir uns den Orgado. 4, 3. Der Orgado hat übrigens 11 Lebenspunkte. Und er hat, ach, ich wollte euch das eigentlich mal hochzeigen, eine Initiative von 4. Der hat es ja jetzt schon geschafft.
Es sei denn, Zenaya... Ah, 5, verdammt. Die sind einfach schnell, die Kameraden. Also, wie eben, wir nehmen wieder den 1er Marker. Bis jetzt haben wir es ja immer noch mit einem zu tun, zum Glück. Dann hier Zenaya war es mit der 4, also gleiche Kampfreihenfolge. Was kann der denn? Der ist ganz ähnlich. Wieder mit 2 Würfeln wird er uns angreifen. Hier, 2 Würfel. Er nimmt sich den Crit-Die dazu und den Auswahlwürfel und guckt, wen er angreift. Und ihr drückt mir wieder die Daumen, dass das nichts Schlimmes wird. Ihr solltet mir doch die Daumen drücken. Schlechter geht's ja gar nicht. Mensch, da haben wir uns jetzt falsch verstanden, Männer und Frauen. Also kommt, wir müssen es versuchen. Also, der Basisangriff sind eine 5. Der Orgado kann was. 5. Plus eine 5. Ja, ich leg's wieder hier hin, dass ihr das vergleichen könnt. Zumindest nichts Böses getriggert. Oder hat einen Crit. Und der Crit erhöht den Schaden später um 50%. Wenn Schaden durchkommt. Und er greift den an, der die meisten Lebenspunkte hat. Und das ist Zenaya. Oder tatsächlich nicht so dramatisch jetzt. Zenaya hat 2 Punkte in der Verteidigung. Nimmt sich ihre 2 Würfel und Dodge-Würfe. Und das Wichtigste, was wir nicht vergessen dürfen, die steht in der Stadt, hat also 4 Verteidigungswürfel. Nur der Dodge-Wert ist auf 0 reduziert. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Was ich übrigens immer wieder vergesse, ist hier diese ganzen Fähigkeiten zurückzusetzen. Die werden ja in jeder Kampfrunde zurückgesetzt. Ja, Leute, jetzt müsst ihr mir wirklich die Daumen drücken und am besten auch mal gute Kommentare reinschreiben. Also Attack Die, also der Swap ist auf jeden Fall stark, der Swap. Den müssen wir auf jeden Fall in den Augen haben. Die Blockade ist auch super. Also wir haben ein paar Möglichkeiten hier zu antworten. Und das ist kein schlechter Wurf. Das ist kein schlechter Wurf. Oh, verdammt. Oh nee, es ist ein trauriger Wurf. Ich weiche aus, aber ihr seht durch das Event, der Dodge, auch ganz schlecht, Freunde. Dodge bringt mir nichts. Ich habe einfach nur 5 abgewehrt. Jetzt muss ich was machen. Swap, komm auf Swap. Kostet mich ein Life Point, Life Spirit und ich darf einen Würfel swappen. Boah, wenn ich mir den jetzt nehme, das ist ja noch schlimmer. Was machen wir denn jetzt? 3, 1. Nein! Nein, wenn ich mir jetzt einen Würfel nehme, dann schalte ich ja diese kranken Fähigkeiten frei. Guck mal hier. Ich glaube, ich will den Swap überhaupt nicht machen, weil ich dachte mir jetzt, ich gebe ihm die 0. Oh doch, ich kann ihm die 0 geben. Leute, das ist ja genial. Ich gebe ihm einfach die 0 für die 3. Boah, Swap ist so stark, Freunde. Und damit hat er eine 7 im Angriff. Eine 7 plus ein Crit. Aber jetzt gucken wir mal. Ich habe 4 plus 4 sind 8. Ja! Ich habe verteidigt. Total Defense. Kriege ich jetzt Siegpunkte? Tja, er hat einfach keinen Schaden gemacht an mir. Und diesmal greift er nicht alle an, sondern sein Angriff ist vorbei. Jetzt, mein lieber Orgado, gibt's Backlash. Jetzt gibt's Backlash. Jetzt greife ich dich an. Mit Zenaya. Und weißt du was? Ich weiß, dass du was kannst. Das heißt, ich nehme hier meinen kranken roten Würfel dazu, den ich mir gekauft habe. Man muss ja auch was ausgeben, ne? Dann würfel ich mal. Swap wurde gemacht. All-Round-Strike ist frei. Leute, ich bin wieder vorbereitet auf euch. Außer habe ich einen Sweeping Blow. Komm, da rollen die Würfel. Ah, ich hätte mir was Besseres gewünscht. Vielleicht mal eine Mount-Fähigkeit? Change one of your attack dice. Ah, ist auch gut, die Mount-Fähigkeit. Komm, dann würfeln wir erstmal. Gucken wir mal, was du kannst, Junge. Gucken wir mal, hier. Oh, der war nicht so gut. Obwohl, er hat einen Dodge gewürfelt. Ein Dodge. Aber in der Verteidigung ist er schwächer. Hat er nur eine 3. Hat er nur eine 3. Na, wo ist denn die 3? Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, wir wollen auf jeden Fall die Mount-Fähigkeit nicht nutzen. Die bringt an der Stelle nichts. Aber wir hauen den All-Round-Strike raus. Wir müssen ja nicht klotzen, sondern kleckern. Nicht kleckern, sondern klotzen. Kostet wieder 2 Life Spirit. Das heißt gar nicht. Livestream heißt es. Livestream. Und das heißt, ich würfel 2-mal den 6-seitigen Würfel und hab eine 6. Ich würfel ihn nur einmal und pack den drauf. Oh, das war der All-Round-Strike des Todes, mein Freund. Also, 6, 7, 8, 10. Ich habe 16 gewürfelt, mein Freund. Und du hast eine 4 plus ein Dodge. So, das heißt, ich habe eine 16 gegen deine 4. Heißt, du kriegst 12 Schaden minus deinen Dodge sind 8 und du hast 8 Schadenspunkte gekriegt. Hast also noch 3 Lebenspunkte. Das hat wehgetan, glaube ich, ne? Das hat wehgetan. Der Würfel ist weg, aber ich finde, der hat sich gelohnt. Die Investition war es wert. Dafür ist der Spaß auch da. Und es kommt Pinkura dran. Die kann doch auch was, oder?
Pinkura kann was. Ich weiß es. Also, da rollen die Würfel. Und der Wurf war okay. Pinkura, dein Wurf war okay. Pinkura, was hast du denn? Backslash. Backslash, Double Luck. Double Luck. Ja, Backslash. Vielleicht. Lass mir erstmal hier liegen. Und dann kommt er und verteidigt. Oh, der war nicht gut. Der war nicht gut, der war nicht gut. Der hat einfach nur eine 5 verteidigt. Und ich habe hier eine 6, 7, 8. 8 minus 5 sind 3. Und er ist besiegt. Es läuft, Leute. Es läuft richtig gut. Und wir kriegen so ein bisschen Routine. Und zwar gibt es hier 5 Punkte. Also Maximum Spirit Bar für Zenaya durch die Sonderfähigkeit mit Spirit Rush. Und hier gibt es 4 Punkte und beide sind auf Maximum. Oh, da müssen wir gleich mal Punkte ausgeben. Zumindest bevor es im nächsten Kampf kommt. Außerdem darf einer von beiden den Loot-Würfel würfeln. Ich würde sagen, das macht jetzt mal Zenaya. Und sie darf sich wieder eine Muschel nehmen. Und die Muschel eben hat mir gefallen. Die nehme ich tatsächlich nochmal, weil ich sie gesehen habe bei mehreren Fähigkeiten. Aber ihr seht, der Polisher hier ist dringend nötig. Und er kommt runter und so wie ich das sehe, habe ich jetzt 2 Runden Zeit, noch was Schönes zu machen? Also, auf jeden Fall, ich lege schon mal die Eventkarte an die Seite, die ist nämlich relativ irrelevant, denn es kommt ja jetzt nur noch der Boss und wir kommen in die nächste Runde und da steht, dass wir hier voranschreiten. Ein Story-Event gibt es nicht, jetzt wird eine Eventkarte gezogen und dann passiert das. Auf der Eventkarte steht: The plants are growing practically well these days, so the sirens can harvest more resources. 2 plants and pick up the current round. Das heißt, wenn wir jetzt Pflanzen sammeln und da sind Pflanzen, oh, das könnte ja lecker werden. Wir stehen ja neben einem Warehouse. Neben einem Warehouse. Aber trotzdem müssen wir diese blöde Botanica-Ding mal bauen. Wir müssen jetzt natürlich die. Aber ich könnte jetzt auch den blöden Wal hinterherlaufen und looten. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Okay. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Und wenn wir dann 2-mal Plants und wenn wir jetzt noch Spirit Points ausgeben, könnten wir ja richtig, richtig looten. Okay. Jetzt kommt aber erstmal hier dieser Puste-Stream und der pustet uns einfach mal 4 Felder. 4 Felder weg. Boah, das gibt's ja nicht. 1, 2, 3, 4. Den Organ habe ich noch nicht weggeräumt. 4. Ah, es bietet sich ja wirklich jetzt an, ne? Und 1, 2, 3, 4. Noch einmal auf den Wal drauf zu haben. Wir haben beide keine Schuppe bekommen, was übrigens die Voraussetzung dafür ist, dass wir gegen ihn kämpfen können. Ich glaube übrigens, dass ich eben so ein paar Punkte übersprungen habe. Ich sehe das gerade an den Würfeln, die ich weggetan habe. Ich glaube, ich war nämlich noch in meiner Runde. Ich hätte noch ein paar Punkte gehabt, aber okay, ist egal. Die Belagerung ist ja nicht erfolgreich gewesen. Das heißt, dieser Verteidigungsmarker wurde gar nicht runtergeprügelt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Es passiert einfach immer eine ganze Menge im Spiel. Ich habe vorher gesagt, es können ja ein paar Fehler entstehen. Das ist dann halt einfach so. So, okay. Das bedeutet, wir sind mit den Sirenen dran. Ja, und da werde ich jetzt natürlich schon gucken, dass ich hier ordentlich was bauen kann. Und vielleicht auch ein bisschen looten kann. Zenaya ist die schnelle Kameradin. Ah, hier oben hätten wir eine Werkstatt. Können wir natürlich nicht viel machen im Moment. Seegras, ja, viel mitnehmen hier, ne? Das macht echt Sinn, dass wir hier mal einiges mitnehmen. Nächste Runde geht es aber auf jeden Fall weiter. Zenaya ist schnell. Aber sie hat das Netz voll. Sie kann nur 1 mitnehmen. Aber da seht ihr, Netzkapazität ist gar nicht mal so unwichtig. Guck mal hier. 1, 2 geht sie drauf und holt sich das Holz. Jetzt ist ihr Netz voll. Mit dem dritten Punkt greift sie oder macht sie dieses Minispiel mit dem Nabakai. Dritter Punkt. 0-2 ist blöd. 0-2 ist blöd. 3-3 bringt auch nichts. Oh Mann. 3 Punkte. Bleiben mir noch 5. Okay. Ja, sie kann ja nichts mehr einsammeln. Ich glaube, das bringt nichts. Oh, guck mal hier. Das mit den doppelten Pflanzen ist auch schade. Ah, es war total ungünstig. Auch mein Spirit Board wird gerade vernachlässigt. Ja, das ist ganz ungünstig. Ich habe sogar meine Riesenschildkröte vergessen. Komm, das mal, die hätte am Ende letzter Runde hätte die noch runterkommen können. Hier, da wäre die noch hingekommen. Sonst benachteilige ich mich gerade total. Ihr müsst doch mal ein bisschen mit aufpassen an der Stelle. Also, komm. Jetzt geht es ja halt noch 5 Felder. 1, 2, 3, 4.
kann ja nichts Tolles machen. Und 5. Ja, der muss einfach mal hier zum Marktplatz gehen und ein paar Sachen umtauschen, beziehungsweise ins Warenhaus. Okay, jetzt ist Pinkura an der Reihe. Die sollte auf jeden Fall mal ein zusätzliches Holz mitnehmen. Ich glaube, wir können es gebrauchen. Vor allem fürs Reparieren. 1, 2, 3. Da kriegt sie eine Holzressource. Ja, wo habe ich sie? So, das ist keine Holzressource. Eins, zwei, drei. 4, da wird sie umgewandelt. Mit 5, einmal den Wakae. 0, 0, ist auch nichts. Ah, zweiter Wurf, da hätten wir Spirit Points. Hätten wir aufbrauchen sollen. 0, 0, nicht aufgepasst, Pech gehabt. Und 3, 4, 5 und mehr geht nicht. Jetzt muss ich mal Spirit-Punkte ausgeben, sonst bin ich ja wieder die ganze Zeit am Cap. Komm, ich gebe mal hier 4 aus, 2 und 4. Kauf mir einen Verteidigungswürfel. Und hier 2, 4. Der kauft sich einen Angriffswürfel. Und ich glaube, ja, Ressourcen, gefühlt haben wir genug Ressourcen. 2, 4. Aber wir werden ständig angegriffen und bekommen dafür ja Sachen. Und dann würde ich sagen, gebe ich hier nochmal 2, 4 aus. Schiebe den Würfel hier auch aufs Double. Okay, das waren die Sirenen. Jetzt denke ich diesmal hier dran an meine mobile Geschichte. Der hat eine Kapazität von 6. 1, 2, 3. Kriegt er auch ein Holz. 4. Er wandelt das um und nimmt das mit. 5, 6. Vielleicht kann er das noch mitnehmen. Dann können die da echt mal zu Potte kommen. Das waren die NPCs der Navakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird dann gleich rausschwirren. Gegner gibt's nicht, Bosse gibt's nicht. Also zack, Story Event. Wir haben es tatsächlich geschafft, Tyrant zu verteidigen. Also, from the north, Shirak and Drukata now have settled on the northern terrain with their own outpost. They also sent out a troop to Tyrant to attack and destroy it. Okay, so, build an outpost. Das heißt, diese fiesen Kerle bekommen jetzt ihren eigenen Outpost. Und zwar sitzt der hier, das ist der Outpost des Gegners. Der bekommt jetzt einen Gegnermarker, den habe ich nicht. Ich zeige das mal durch ein X an. Also bitte, das ist... Ach komm, ich mache es jetzt mal wirklich so, dann ist es wirklich wahrscheinlich klarer zu sehen. Ich tue mal so einen Lebenspunktmarker drauf. Außerdem hat der noch was dabei, denn der hat ein Warenhaus. Das könnte vielleicht nochmal interessant sein. Und dann hat er einen Worker. Einen Worker, der könnte auch nochmal interessant sein. Im Verlauf des Spiels. So. Und dann gibt es eine Truppe, die startet auf B8. B8 ist dann ja tatsächlich hier. Also startet bei diesem Outpost. Und da gucken wir mal. Das werden hier zwei Karten gezogen. Und das ist einmal ein Rakima. Und jetzt, glaube ich, gibt es auch kein Argument, dass der nicht kommen kann. So. Hier stand irgendwas beim letzten Ding. So, in Normal Mode put Monsters back. Aber hier beim Chapter 3 ist das nicht so. Zumindest lese ich davon nichts. Lass mich jetzt nicht noch so ein gruseliges Ding ziehen. Und ein Geogra. Okay, also. Draw 2 Enemies. Und place an Enemy Marker. Place an Enemy Marker on Game Round 4. Das ist dann also von der nächsten Phase. If you have not conquered the outpost, the above mentioned troops will appear again in Game Round 10. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wirklich? And move towards Durant. If you conquer the outpost, take away both. Achso. Now place on Game Round 4. Take away both swords and no more troops will follow and the outpost with the warehouse and worker will be yours. Note that the outpost offers an additional defense. Aha. Da gibt es noch einen Reward. Ja. So. Wo ich jetzt gerade am Überlegen bin, ist... place another enemy marker on Game Round 4. Gut, jetzt müssen wir mal gucken.
Stop the attacking troops before it reaches your end. If it reaches, it build another. Place the event marker on round 9. Okay, Runde 9. Ja, großartig. If the game round hits the event marker, read chapter 4. Ja, also hier steht 10. Ich hoffe, dass das hier eben nicht dem Prototyp geschuldet ist. Ich platziere jetzt mal die gruseligen Viecher hier. Also einmal dieser riesige Fisch und ein Gegra. Die bewegen sich dann als Gruppe 4 Felder weit. Und ich glaube, dann sollten wir jetzt... Dann sollten wir jetzt wirklich die Stadt angreifen. So. Stop the attacks. Ja, wir müssen näher. Also die Hauptaufgabe ist es jetzt tatsächlich wieder, die Runs zu verteidigen. Ich kann ja schon mal wieder die beiden Boards rausholen, um zu gucken, was die können. Also Rakima, das ist der hier. Lass aber liegen. Oder ein Gegra. Gegra. Das ist immer der Letzte. Ich habe so ein Glück. Das sind ja wirklich beide stark. Tja, das wird ja ein Gruppenbattle. Brauche ich ja wirklich alles. Muss ich ja wirklich alles jetzt. Oh, die Eventkarte kommt weg. Es gibt eine neue Eventkarte, bevor wir hier schon wieder vom Stream erfasst werden. Ne? Ja, das ist so. So, Seegras. Okay, 2x Seawood. Seawood und Pickup. Okay. Ja, das sollten wir mal gucken, dass wir, bevor wir da in den Kampf gehen, vielleicht, wenn wir da oben lang gehen, könnten wir Ausrüstung verbessern. Ich glaube, darauf sollten wir spielen. Ich versuche euch was zu zeigen. Ich versuche das wirklich. Zenaya ist stark, ne, habe ich den Eindruck. Und Zenaya mit Rüstung ist noch stärker. Zenaya mit Rüstung. Eine grüne Perle hat sie. Die komischen Muscheln könnte sie polischen. Und das Iridium wird nicht, das ist nicht rechtzeitig fertig. Das können wir umtauschen. Vielleicht. Boah, na, das wird nichts werden. 4-1, ne? Eine Perle aufheben. So eine. Müssen wir echt gucken, wie wir das machen. Das wird nicht... Wird nicht funktionieren. Na gut. Ihr seht so ein bisschen, ich denke jetzt, aber das ist ja auch beim Playthrough dann normal, ne? Ja, jetzt kommen wir erstmal dazu, dass hier nochmal dieser Stream triggert und zwar um 3 Felder, die auf 1 stehen. 1, 2, 3. Ah, super unglücklich. Super unglücklich. Ja. Ja, das Einzige, was mir hier noch nicht so ganz klar ist, an dem Szenario gerade, aber das ist dem Prototyp geschuldet. If you have not conquered the outpost, the above-mentioned troops will appear again in round 10. And move to the spawn zweimal. So ist das, ja. If you conquer the outpost. Okay. Das ist zwar komisch, weil hier der Eventmarker hier liegt. Aber gut. Ja, dann spielen wir mal. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt spielen. Und zwar tauschen. Trade with other Sirens. Ich möchte nämlich etwas versuchen. Ich möchte mir diese Rüstung bauen. Und die kann ich da bei dem Blacksmith bauen. Wie mache ich das? Ich muss mir diese Perle aufheben. Ich muss eine von den Muscheln polischen. Das wird zu teuer, Leute. Das wird zu teuer. Vielleicht sollte ich auch was anderes sparen. Paralyse. Reduces Dodge. Bleeding. Bleeding. Grass. Ah, Leute. Ganz schwierig gerade an der Stelle. Dodge Counter. 2 Muscheln. Was ist das für ein Gras hier? Whole Coral, das könnten wir hier einsammeln. Ich muss wirklich mal ein paar Sachen wegpacken, ja. Und wahrscheinlich müssen wir da auch den Kampf irgendwie zu uns kommen lassen. Ich weiß es noch nicht. Wir haben unglücklich eingesammelt, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also komm, ich fange an mit Zenaya. Wir dürfen jetzt auch nicht alles aufgeben, ne? Das so hängen lassen kann man nicht. Also. Das Netz ist zu klein. 1, 2, 3, 4. Jetzt wird alles... Ne, wir machen es so. Hier stand sie.
Eins, zwei. Und jetzt packe ich mal ein paar Sachen ins Warehouse. Und zwar, Kapazität sind 4. 3 Sachen habe ich reingetan. 3, 4. Ich nehme eine neue von diesen Perlen. 5. Jetzt wird alles gepolished. Und das ist interessant. Das ist jetzt interessant. 4. Jetzt kann ich auch mal gucken, was ich jetzt mit diesen Perlen und so machen kann. Guck mal hier. Blockade hat er ja schon. Es sind einige Sachen. Livestream. 2 grüne Perlen hätte er. Und dieses Kraut für Blockade 2. Das ist gut. Und hier mit Gras. Swap to attack die. Das ist richtig gut. Wir müssen halt auch mal irgendwie die ganzen Sachen erkunden. So, gucken wir mal, was wir für Pinkura, das ist ja ein Gruppenspiel, das ist ja kooperativ, was wir für sie so holen könnten. Dodge Counter 2. Könnten wir auch hier rausholen. Wenn wir es da im Warenhaus lassen. Ja, und da oben der Umtausch, Mensch. Ein größeres Netz könnte man sich natürlich auch mal holen. Ein Sattel ist Blödsinn, aber ein größeres Netz. Das wäre auch keine Idee, keine schlechte Idee. Mal hier hat man mehr Dodge. Wir müssen wirklich mehr erkunden. Ich mache das jetzt mal gleich. Ah, sie hat ja wieder das Netz voll. Schlecht. Also, ich saß hier 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ich muss erkunden. 5. Ich könnte aber mit dem Netz den Polisher mal bauen. Ja, das mache ich. 6, 7, das mache ich. 6, 7. Ich nehme mir den wieder mit und pack mal 2 andere Sachen rein. Und 8. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Okay, jetzt geht's weiter. Pinkura. Die hat das Netz voll, also macht es relativ wenig Sinn, hier hinten das Unwesen zu treiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt könnten die mal tauschen. Brauchen wir aber nicht. Ja, brauchen wir nicht. Das Warenhaus, wie groß ist das eigentlich? From the North. Mal zu gucken, wie groß das Warenhaus ist. Ja, 4. Habe ich recht gehabt. Man braucht mehr. Man kann ja auch so neue Gebäude bauen. Das müsste ich natürlich auch mal ab und zu gucken, ob es vielleicht Sinn machen würde, neue Gebäude zu bauen. Ich könnte auch hier unten was bauen. Ich muss ja gar nicht da hochgehen. Ich könnte mir meinen eigenen Blacksmith hier unten bauen, Freunde. Ha, ist ja super. Guck mal, was ich gerade sehe. Ich kann mir hier einen eigenen Blacksmith und alles da unten hinbauen, was man gerade alles sieht. Großartig. Und ich könnte die Burg aufwerten. Na, Wolfram, nee, das geht nicht. Also ihr seht, hier sind super viele Möglichkeiten und ich bin hoffnungslos überfordert und spiele hier wahrscheinlich sehr Noobie, aber okay. Also, jetzt kommt der NPC, den vergesse ich diesmal nicht. Der soll ja auf jeden Fall Sachen hierhin transportieren, damit die beiden Sirenen gleich auf jeden Fall mal den Polisher bauen können. Den Botaniker. So heißt das Ding. 1, 2, 3, 4, 5. Und nächste Runde können wir dann ordentlich tauschen. Es war auf jeden Fall keine gute Idee, hier hochzufahren. Aber das Ding ist schon mal safe gebaut. Und da müssen wir gleich mal gucken. So, Navakai ist dran und fährt raus. Der ist für diese Spielphase komplett raus. Und jetzt kommen die Gegner als Gruppe. 1, 2, 3. Und weiter kommen sie nicht.
Und der Standy möchte nicht mitkommen. Okay. Gut. Haben wir eine neue Runde. Und eine neue Runde heißt kein Story-Event. Und es wird erstmal die Event-Karte gezogen. Die alte wird abgeschmissen. Und das ist ja interessant. The direction of the mainstream has changed spontaneously. Und zwar nach Südosten. Southeast. Hier steht Südosten. Das ist ein Prototyp. Südosten. Ist ja auch mal interessant. Schön dran denken. Und jetzt kommt eben dieser Stream sofort. Aber der wirkt nur auf Ebene 3. Da steht keiner. Können wir also überspringen. Und wir haben noch eine Runde, um jetzt was zu machen. Das heißt, das Erste, was wir jetzt machen, wir wollen unbedingt diese Botanika fertig bauen. Um die Botanika zu bauen, bauen wir einen Stein, ein Brett und ein grünes Netz. Zenaya hat das. Jetzt machen wir einen ganz lustigen Tausch, weil Pinkura steht daneben. Die gibt jetzt erstmal hier das ganze Zeug an Zenaya, womit das Netz voll ist. Und dafür gibt Zenaya Pinkura dieses grüne Netz. Und jetzt stehen die beiden ja neben der Karawane und die Karawane gibt Pinkura den Stein und jetzt hat sie alles, um endlich die Botanika zu bauen. Und die Botanika sieht so aus. Ja, und die Botanika kann man halt jetzt super schön und gleich passiert es auch, autoproduzieren, Ressourcen und vor allem diese ganzen Korallen und Gräser veredeln, so heißt es. Gut, was machen wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch ein paar schöne Sachen. Die beiden haben sich noch gar nicht bewegt. Magician. Ich gucke immer wieder hier hinten drauf, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Da sind wir echt richtig gute Sachen. Zweimal Perlen hätten wir nämlich. Und dieses Kraut hier. Whole Coral Processed. Das hätten wir fast. So, und das will ich aber unbedingt haben. Aber wir bräuchten Algen. Das haben wir noch nicht. Also hier seht ihr, da haben wir noch gar nichts von. Ja, und umtauschen. Neue Fähigkeiten. Boah. So, irre. Rüstung wäre halt auch mal gut, ne? Könnten auch 4:1 umtauschen auf dem Marktplatz. Vielleicht mache ich das mal. Und dann versuchen wir einen neuen Blacksmith zu bauen mit zwei Brettern und einem Stein. Boah, das wäre eine Idee, ne? Das wäre eine Idee. Okay. Zwei Bretter und ein Stein. Da wird auch gleich was erzeugt und wir können die Schildkröte... Oh ja, guck mal, Bretter haben wir ja auch. Komm, dann tauschen wir nochmal mehr hier. Und zwar im Verhältnis 2:1 tauschen wir ja gleich. Und wir lassen die kommen. Das ist Zenaya, das ist die Schnelle. Die reißt jetzt 1, 2, 3. 1, 2, 3 und wird hier alles veredeln. Gut. Und das heißt, sie braucht jetzt nur noch diesen einen Barren. Den braucht sie noch, diesen Barrel von dem Iridium, um sich ihren Water Armor zu bauen. 1, 2, 3, 4. So, da stand es. 1, 2, 3. Jetzt geht sie zurück. Vier, fünf. Jetzt geht sie in den Workshop. 5. Tauscht zwei veredelte Waren um. Zum Beispiel die beiden. Die hier. Die tauscht sie um und bekommt dafür einen Iridium-Barren. Der sieht so aus. Super wertvoll. Und 5. Jetzt geht sie ans Warehouse. Ist immer noch, ne, alles in ihrem Zug. Zack. Platziert bei ihr eine Perle rein. 5. Na, es war sogar doof, dass ich hier... Guck mal,
6, 7, 8. Und nimmt mal eine zweite Perle mit. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, zack, die wird dann umgewandelt. Hätte ich eben machen können. Einmal kann ich jeden Zug rückgängig machen. Das ist einfach so, ja. Die bleibt jetzt auch da stehen und beendet gleich ihren Zug. Und jetzt gucken wir mal, ob Pinkura was Schönes machen kann. Die holt sich jetzt auf jeden Fall mal Stein ab. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4, 5. Du bekommst den Stein. Stein brauchen wir. Und dann machst du noch ein sechstes Feld. Hierhin. Dass wir auch gleich unseren privaten Blacksmith haben und nicht hier oben immer zu dem Außenposten müssen, das gefällt mir nicht. Jetzt kommt die große Schildkröte und schwimmt ebenfalls los. 1, 2, 3. Wir brauchen viele Steine, glaube ich. Haben wir noch Steine hier? 3. Und 4, 5, 6. Und dann nehmen wir uns auch eine von diesen. Sind das die richtigen? Nee. Das sind doch die richtigen. Nee, das sind nicht die richtigen. Da sehen sie sich ein bisschen ähnlich. Ja, das sind die. Jetzt ist er auch voll. Okay. NPC hat sich bewegt. Wakai ist nicht mehr da. Jetzt kommen die Gegner mit 1, 2, 3, 4. Also, so langsam müssen wir an die Verteidigung denken. Aber, wie gesagt, der Plan ist ja, Zenaya aufzurüsten für den Kampf gleich. Ob das eine gute Idee ist, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall endet diese Spielrunde und der Marker schreitet voran. Wir haben ein neues Story-Event. Denn hits the event marker, read chapter 4. Also, es geht voran. Es gibt ein Erdbeben. Deep Sea Earthquake. Once again, a strong Deep Sea Earthquake has shaken the region of Lerosa. Large boulders are falling into the area from the upper terrain and blocking some areas. Roll a D4 and position the boulders. Ich würfel mal ein D4. Also, the boulders. Das ist der erste Boulder. 1 und 2 und Field A. So, wo ist ein Field A? The boulders. Wollen wir gerade verstehen an der Stelle. Also, eine würde hier hingehen und der zweite dann da. So verstehe ich das jetzt. Ich hoffe, ich verstehe es richtig. So, it will hit your carpentry or a resource. Only a worker can clear the boulders. A worker. Ja, da wäre so ein Worker, ne? Da ist keine Siren, die wird auch nicht gehittet. But the earthquake also uncovered secret and interesting locations. A forgotten cave in the east and a sunken ship in the southwest. So, place a cave. Okay, das sehe ich gerade. Gut, also tatsächlich irritiert mich jetzt position the boulders 1 and 2 on field A. Ich würfel jetzt einfach nochmal. Ich habe jetzt zweimal eine 1 und eine 2 gewürfelt. Für mich liest sich das jetzt so, als würden beide boulders hier drauf krachen. 1 on field A. Ja, also ich verstehe es so, dass beide Boulders hier drauf krachen, also der erste Boulder und der zweite Boulder, und die bedecken dieses Feld. Ich habe ja zweimal geschmissen, beide sind gefallen an die gleiche Stelle. Verhältnismäßig habe ich jetzt wohl Glück gehabt, weil hier an der Stelle eben nichts draufgefallen ist. Dann ist das halt so. Der Florian wird mit Sicherheit schreiben, wenn ich das falsch verstanden habe. In dem Fall würde ich aber auch bitten, und es wird mit Sicherheit passieren, dass das etwas besser konkretisiert wird. Und jetzt haben wir hier Marker für ein gesunkenes Schiff und für eine Höhle. Und zwar, ja, das Platz machen, hier und ein Schiff. Und das ist gar nicht so weit weg von uns. Uiuiuiui. Das ist ja interessant. Die werden wieder mit diesen X-Markern markiert. Und da gibt es doch bestimmt was zu holen. So. Wir haben immer noch optional. Conquer the outpost and get the worker standee.
The worker can clear the interesting location for you. Aber ist er clear? Kann er sein, dass der Boulder auf diese Locations hätte fallen sollen? Ach so, okay. Ja, trotzdem ist da wohl auch Schutt drauf gelandet. Okay, also der Worker muss erst die X-Marker runter machen und dann kann man hingehen und dieses Minispiel Sunken Ship machen und da kann man ein Artefakt finden. Das finde ich natürlich genial. Das finde ich natürlich super. Und der Rundmarker, der geht jetzt auf die 10. Also nächste Runde geht es direkt weiter. Und dann würde Chapter 5 gelesen werden. Okay. Das heißt, was jetzt faktisch passiert ist, ist, dass hier diese Carpentry kaputt gegangen ist. Die muss jetzt durch diesen Worker entfernt werden. Dafür müsste ich den aber erst einnehmen oder mir einen eigenen Worker bauen. Das ist natürlich auch möglich, wobei ich ja eigentlich was anders machen wollte. Guck mal hier. Oh, das könnte ich natürlich machen. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Aber ich werde doch gleich angegriffen. Nein, ich muss meinen Plan durchziehen. Entscheidungen und Dilemma. Das finde ich ja richtig gut. Eventkarte. Ich habe hier echt Puls gerade. Das gibt's doch nicht. Draw a creature from the event card? Ah ja, es gibt nichts mit Forgotten irgendwas. Jetzt spawnt noch ein Lorg. Wo spawnt er? Bitte lass ihn weit weg spawnen. 4. Das ist aber nicht weit weg. Lorg? Was soll das denn? Kommt jetzt so ein Lorg? Ach Leute. Es lief doch am Anfang ganz gut. Jetzt kommen zu viele Gegner. Am Ende zeige ich euch jetzt hier ein Playthrough und scheiter dran. Das ist ein Lorg. Zumindest ist er alleine, der Kamerad. Ja, das ist alles andere als klug, als gut. So, was passiert hier? Wenigstens wird hier produziert, allerdings nicht mehr in dieser Zimmermannshalle. Einmal gibt es hier auf dem Netz, wird was produziert. Dann natürlich hier in dieser Zimmermannshalle. Dort oben gibt es eine Perle. Jetzt seht ihr auch, warum ich mich da hingestellt habe. Die bekomme ich nämlich auch sofort mit Zenaya. Die hat nämlich auch noch einen freien Slot. Das war klug. Und da haben wir dieses eine Feld, was ich mal falsch zuordne. So eine Lochkoralle. Die könnte natürlich interessant sein, die Lochkoralle. Denn da kann ich mir wieder so einen Worker bauen. Oh Mann, Leute, du hast die Qual der Wahl bei diesen ganzen Gebäuden und Ausrüstungen und Fähigkeiten. Du hast die Qual der Wahl. Und ich glaube, wir brauchen die auch. Side-Roll. Double-Luck. Double-Counter. Backslash. Ja, den kann ich immer noch nicht bauen. Dodge-Counter. Dodge-Counter. Der könnte echt gut sein. Ich habe jetzt alles für einen Dodge-Counter. Dodge Counter 2. Dodge damage by your highest roll and this causes direct damage. Ah, vielleicht. So, die blöde Eventkarte wegschmeißen, den blöden Lorg wegschmeißen. Spielrunde 9. Ich spiele los. Ich würde sagen, Pinkura steht gerade hier unten. Geht einmal hier drauf. Nimmt sich einen Stein mit. Den kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Dann war ja der Plan, dass wir hier oben verteidigen und da eine Armory, ein Blacksmith bauen, also 2, 3, 4, 5 und ja, jetzt kommt erstmal er her. Er hat das Inventar fast voll. Er braucht ein Holz. Nee, was braucht er? 2 Holz, ja genau. Dann könnte er hier lang gehen mit 1, nimmt sich dieses Holz. Was braucht er denn noch für seinen Plan? Ah, siehst du, da war dieses Metall. Irgendwo war es durcheinander. Aber es ist jetzt so, ich kann es nicht hindern. 2 und 3, da platziert er sich jetzt hin. Und jetzt gibt er das Ganze aus. Das sind die Kosten für einen Blacksmith. Ihr seht das hier. 2x Bretter und 1x Stein. Dann darf ich mir den Blacksmith hier hinbauen. Das ist jetzt... Boah, ich stelle ihn einfach mal hier hin. Und ja, gut, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mein Metall nicht hier ist, mein Barren und der NPC erst später kommt. Aber wir können jetzt eine halbe Stunde rumjammern oder wir können einfach spielen. Insofern gucke ich nochmal, der eine hat hier auch noch einen Platz frei
Vielleicht können wir auch noch mal was tauschen, dass wir irgendwas aufwerten. Vielleicht kann Zenaya noch irgendwas Tolles sich kaufen. Swap 2 ist ja mit Sicherheit eine super tolle Sache. Dafür braucht es zwei von den und ein Gras. Wir kommen ja gar nicht da hoch zu dem Gras. Das ist ja echt schlecht. Echt schlecht. Wieso kommen wir nicht da hoch? Gut. Wir machen jetzt eins nach dem anderen und ich mache es jetzt erstmal so, dass ich hier mit Pinkura einen Stein einlagere. Pinkura hat dann, glaube ich, auch noch einen Bewegungspunkt. Geht dann hier los und fertig ist. Jetzt kommt die Schildkröte. Die geht ein Feld hier rein, nimmt sich das Holz mit, ist damit voll. 2, 3, 4, 5 und 6. Da kann sie sich hinstellen. Okay. Wakai ist ja nicht mehr da. Und dann kommen also die Opponents an die Reihe. Die Gegner. Und die gehen jetzt los. Und zwar 1, 2. Und sie greifen oder fangen an mit der Belagerung. Sie greifen ja nicht unsere Sirenen an. Das heißt, dieser Marker, ihr kennt schon, wird rumgedreht. Das haben wir jetzt tatsächlich ja nicht. Ihr erinnert euch. Und wir müssen jetzt innerhalb von einer Runde die beiden Kameraden angreifen. Haben uns jetzt schon prophylaktisch so platziert, dass wir hier gut verteidigen können. Damit würde eine Spielrunde enden. Ich glaube, ich habe das jetzt einigermaßen gut gesichert. Hier würde es jetzt voranschreiten. Aber hier, das hatte ich vorher vergessen, den Eventmarker zurückzulegen durch meinen Abbruch. Ich habe es eben erklärt. Jetzt gibt es erstmal ein neues Event und das heißt Trader. Different traders travel to Lerosa to offer their goods. This time, however, they are being hunted by your enemies in order to weaken Durant. Your task is to protect the traders and help them to reach Durant. For your help, you will get a reward of each trader. So, two different places, die werden jetzt ausgewürfelt. Und wir sollen diese Defense-Marker dafür nehmen. Einer kommt auf die 1, da oben hin. Aha, interessant. Und einer kommt auf die 3. Das wird dann hier unten sein. Da kommen die. Die haben eine Bewegungsreichweite von 4. Und die haben Hunter. Und jeder Trader gibt uns dann einen Free-Roll auf diesen Loot-Würfel. Den kennt ihr ja schon. Und jetzt gucken wir erstmal, wo die beiden Hunter kommen. Ich ziehe mal die Hunter. Hunter Nummer 1 ist ein Antara. Antara. Das war Antara, Antara. War das der? Ja, das war sie. Und tatsächlich lasse ich aus Übersichtsgründen jetzt mal diese Karte weg, weil vielleicht haben wir ja Glück. Und er kommt auf F7. F7. F? Ist das richtig? F7. Ja. Okay. Und er geht auf den nächsten und das ist definitiv der. Da lege ich mal die Karte dazu als Marker. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Und der zweite Hunter, den ich ziehe, ist ein Pekro. Den kennen wir schon. Pekro, der ist zum Glück langsam. Hoffentlich spawnt er irgendwo ganz schlecht. Auf N. N ist nicht gut. N ist nämlich hier. 17. Ist ja eine Katastrophe. Ja. Ist ja super. Okay, großartig. Und der geht natürlich hier drauf. Eine Runde, das kennen wir schon. You will receive the reward when each of them... If enemies are still alive, they will attack you round. So, jetzt kommt der Eventmarker weiter auf die Runde 4, wie ich das eben gemacht hatte. Genau. Und sobald der Marker hier vorrutscht, schreit mir dann auch in der Phase an. Ihr denkt dran, ich habe einfach diesen Abbruch leider eben gehabt. Nawakai kann auch nochmal erscheinen. Und wir spielen so lang, bis der Zeitmarker auf dem Eventmarker kommt. Genau. Und dann kommt das nächste Chapter. Gut. Ach so, Nummer 10. Ja, das steht jetzt tatsächlich nicht hier. Und ich hatte mich ja vorher ein bisschen gewundert. Aber guck mal, from the north. Hier stand drin, if you have not conquered the outpost, the above mentioned troops will appear again in round 10 and move towards Durant. Ich halte mich jetzt mal an diese Regel, die durchaus gruselig für mich aussieht. Und das heißt, dass diese beiden Opponents hier neu starten. Thematisch macht es vielleicht Sinn, dass da neue Truppen ausgehoben worden sind. Und jetzt gibt es eben eine neue Eventkarte, die ziehe ich jetzt hier. Die Eventkarte ist, dass wir besser Metall minen können. Das bringt uns nichts. Und hier werden jetzt auf den Ebenen 1 und 2 alle weggepustet. Und zwar um 4 Felder, aber jetzt nach Südosten. Und zwar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, alle Sirenen.
Okay. Interessant. Aber ich muss ja da wieder hin. Ne? Ich muss da hin. Kann ich die Verteidigung nicht vornehmen, weil die ja schon meinen Outpost hier belagern. Ich kann also nicht viel Zeit verschwenden. Muss unterwegs noch gucken, ob ich mir die Rüstung herstelle. Spirit-Punkte habe ich ausgegeben. Also geht's los mit den Sirenen. Nicht groß Zeit hier. Pinkura. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, aber keine Zeit. 1, 2, 3, 4, 5. Da stehe ich. Benachbar dann den Outpost. Heißt, dass gleich meine Verteidigung um 2 erhöht wird. Das können wir uns merken. Also hier. Pinkura. Jetzt kommt Zenaya. 1, 2. Drei, sie will sich ja was bauen, nämlich sie nimmt sich jetzt von der Karawane dieses Metallteil und hat jetzt alles, um sich die Water Armor herzustellen. So, da konnte ich euch das auch mal zeigen, das sind die Materialien für die Water Armor. Und jetzt seht ihr mal live und in Farbe, was das für Auswirkungen hat. Ich bekomme diese Karte, das heißt, meine Lebenspunkte werden sich um 2 erhöhen, das ist schön. Und vor allem meine Rüstung wird sich ordentlich erhöhen. Ich hole mir mal einen Würfel, einen zusätzlichen, nämlich um 4 Punkte. Und das ist richtig gut. Jetzt habe ich so einen kleinen Off-Tank hier. Wow. So. Und da könnte ich das Ganze noch aufwerten, aber ich habe ja nie Seegras. Außerdem muss ich, um anzuzeigen, dass das auf Stufe 1 ist, noch hier einen Marker reinsetzen. Sehr schön. Jetzt habe ich auch nicht was ausgegeben. Netz ist leer. Kann ich mir noch irgendwas Schönes nehmen? Ah, zum Reparieren. Ich glaube, zum Reparieren nehme ich mir mal hier das Zeug. Und dann gehe ich eben noch einen Punkt. Und jetzt gebe ich den einen Punkt aus für den Kampf. Und sie joint den Kampf. Und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt haben wir nämlich einen gemeinschaftlichen Kampf. Und da, glaube ich, brauchen wir auch mal Spezialfähigkeiten. Deshalb habe ich mal schön die Karte umgedreht. Und ich habe nichts regeneriert hier. Schrecklich. Oh Mann. Mit dem Livestream. Aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Wir würfeln. Zenaya, Initiative. Nur eine 2. Pinkura, Initiative. Eine 3. Dann gucken wir uns mal die beiden Gegner an. Das sind richtig heftige Gegner. Ein Gegra-Gegner und ein Shirak. Und dann brauchen wir unsere Steinchen dafür. 13 Lebenspunkte für den Rakima. Und 8 für den Gegra. Scheint das leichtere Opfer zu sein. Naja, aber er hat eine hohe Initiative mit 4. Ist ja schon mal höher als unsere Helden, also auf 6. Und er hat eine 5. 6. Okay, die beiden Gegner kommen vor uns. 2 und 1. Und dann haben wir hier die 2 und die 1, was echt nicht gut ist. Und dann die 4 und die 2. Das ist wirklich nicht gut. Ja, aber wir wollten es ja so, ne? Wir wollten es ja so. Also findet der Kampf statt. So, ich gucke jetzt ab und zu mal, weil ich Angst habe, dass hier wieder irgendwas abbricht. Aber dem ist scheinbar nicht so. Das heißt, Nummer 2 greift an und ich achte auf möglichst alles. Er hat einen Grundschaden von 6, steht hier. Ihr seht es hoffentlich einigermaßen. Ich stelle das mal wieder hier ein. Grundschaden von 6. In der Verteidigung hat er dann eine 4. Und er würfelt 3 gruselig schwarze Würfe und er würfelt einen Crit Die. Na, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass er mal nur Blanks würfelt. Und er würfelt natürlich noch diesen Zielwürfel. Okay, er greift alle an, ist schon mal übel. Er hat kein Crit, das ist gut. Und er hat eine 0 gewürfelt, das ist auch gut, weil da seht ihr, dass keine seiner Fähigkeiten triggert. Also hat er eine 6, eine 11. Und er greift mit einer 11 uns alle an. Das ist jetzt für Zenaya nicht ganz so schlimm, weil Zenaya ist ja jetzt aufgepumpt. Übrigens sind natürlich alle Fähigkeiten wieder bereit, da müsst ihr drauf achten. So langsam habe ich hier auch das raus. Mal gucken, was ist. Habe ich jetzt einigermaßen raus. To attack die with your own defense die. Wir müssen aber jetzt ein bisschen haushalten mit unserem Livestream. Komm, würfel ich 3er. Nur 1er gewürfelt. Okay, da liegt eine 11 und ich habe gewürfelt eine 6 plus 2. Ich habe den Dodge-Stein nicht. 6 plus 2, 8. Und kein Dodge. Das wären 3 Schaden. 3 Schaden.
Swap one attack die with your defense die. Ja, muss ich machen. Ich zahle wieder einen Swap für einen Livestream. Ich muss da halt mal hingehen. Und nehme mir den Dreier und gebe ihm den Einser. So. Das bedeutet in dem Fall, dass sein Angriff runtergeht auf 9 und ich habe hier dick verteidigt. Habe ich denn dick verteidigt? Mit einer 8? Nö, ich kriege einen Schaden. Bam, einen Schaden. Kann man nicht verhindern. Okay, aber der Swap war, glaube ich, eine gute Idee hier für Pinkura. Die muss nämlich auch noch verteidigen gegen den Angriff, so einen Flächenangriff. Das heißt, wir würfeln 2 Würfe. Pinkura. Oh, auch nicht so doll. Jetzt hat sie nur eine 4 gegen eine 9. Dodge Counter. Das ist okay. Ah, ich habe noch nicht meinen Dodge Die gewürfelt. Komm. Nein! 4 gegen 9. Ja, gut, dann geht's los. Hier. Zack, Dodge Counter. So. 9 minus 4. Sind 5 Punkte Schaden, aber da ich Dodge Counter bezahlt habe, 5 Schaden minus 2, kriege ich also nur 3 Schaden. Und ich mache einen Counter mit 2. Dem Counter darf er versuchen zu dodgen, schafft er nicht, also kriegt er 2 Schaden durch meinen Counter. Ihr seht, sogar in der Verteidigung, schöne Interaktion. Und das war dann der Angriff des Rakima, den ich hier schon runtergeschoben habe. Und dann kommen wir zum Gekra. Der Gekra würfelt auch 3 schwarze Würfel, in dem Fall. Zum Glück kein Crit Die, eben hat er nicht gekrittet. Und wir haben einen Angriff von 4, auch das kann man sich als Reminder mal einstellen. Vor allem, dass ihr das oben besser seht. Es wäre ja mal schön, wenn er nur einen angreift. Nein, er will natürlich auch unbedingt beide angreifen, auch noch mit einem guten Angriff. Zumindest hat er keine Spezialfähigkeit freigeschaltet. Das sind also auch 9. Und es geht wieder gegen alle, also verteidige ich mal zuerst mit der guten Zenaya. Einen 9 gewürfelt, hatten wir eben schon mal. Oh ja, das ist gut. Durch den Dodge, wir haben eine 6. Wir haben eine 9 und wir haben gedodged. Den Swap haben wir eh schon gespielt. Und weiter können wir leider nicht helfen. Also auch nicht präventiv. Das heißt, jetzt seht ihr, jetzt geht die 9 auch auf Pinkura. Und die hat nicht so gut gewürfelt. Leider Gottes hat die nur eine 5 in der Verteidigung. Dodge Counter, alles nicht fertig. 5 gegen 9 sind 4 Schaden. Eieiei, 2, 4. Ich soll mal gucken, was wir jetzt machen. Emergency Bottle. Das kann sie machen gleich. Eieiei, ärgerlich. Gut, jetzt kommt die Nummer 4 und das ist Zenaya. Ja, wen greifen wir jetzt zuerst an? Ich darf es mir aussuchen, wen ich angreife. Ich habe viele Würfel. Oh nein, guck mal hier, ich hätte ja Defense-Würfel würfeln können. Habe ich für gleich. Also, ich vergesse das teilweise, aber jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir greifen Gekra an. Gekra hat in der Verteidigung nur eine 2. So, das heißt, ich greife an mit meiner 6, mit meinen 2 Würfeln und ich nehme meinen Bonuswürfel dazu, damit du richtig auf die Nase kriegst, Junge. Den Crit-Würfel, ich gehe in die Vollen, nehme ich mit. Nicht kleckern, klotzen. So heißt es auch. Auch gut. Vergesst hier meine Marktplatzkarten, das ist so viel. Da rollen die Würfel. Ganz schlechter Wurf. Aber zumindest ein Crit gewürfelt. Jetzt, naja, gut, eine 0. Jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Swap ist verbraucht. Blockade. Sweeping Blow. Sweeping Blow. Okay. One Attack Die mal 3. Den machen wir. Komm, zack. Der kostet auch nur einen Spirit Point. Und dann wird der multipliziert mal 2. Ich lege jetzt mal den Dreier da drüber, um das anzuzeigen. Ja? Ist das ein guter Angriff? Der Gegner verteidigt. Und ihr drückt mir einfach mal wieder die Daumen, dass er nicht dodgt. Das war blöd. Nein, er dodgt. Verdammt nochmal. Aber er hat keine Fähigkeit aktiviert. Das ist gut. So, das heißt, er hat 2... 4, 6 und ich habe 6, 12, 14, 14 gegen 6 sind 8. Er dodgt, kriegt 6 Schaden. 6 Schaden wird, und jetzt sehen wir mal, wie der Crit funktioniert, plus 50%.
von 6 sind 9. 9 Schaden. Und bam, Gegra, das ist ein One-Hit, mein Freund. Das ist ein One-Hit. Und das heißt, die Nummer 1 verlässt das Spielfeld. Aber bevor ihr das Spielfeld verlässt, kriegt jeder noch Spirit-Punkte. 4, also 3 plus 1 für Zenaya und 3 für Pinkura. Das ist etwas zum Durchatmen jetzt an der Stelle. Es gibt noch einen Loot-Die. Zenaya würfelt für sich selbst und darf sich eine beliebige Ressource nehmen. Ich glaube, ich nehme nochmal so eine Muschel, weil die gut waren. Gut. Schlussspieler in der Runde ist Pinkura. Die geht natürlich auf den Rakima. Und ich glaube, da nehme ich auch Würfel ohne Ende. Nämlich, ich verbrauche den Würfel, lege den dann hier rüber, ne? Gleich. Und nehme dann ihn einmal. Würfel ordentlich rein. Ein Crit-Die hat er leider nicht. Oh, guck mal hier. Oh, ich muss doch mal so eine tolle Fähigkeit euch zeigen jetzt. Komm. Der Rakima ist es wert. Ich mache den Sirenengesang und lege diesen Marker ab. Das erste Mal zeige ich euch, wie Sirenengesang funktioniert. Und zwar werden da eben so tolle Fähigkeiten freigeschalten, wie man hier sieht. Also am besten Paschwürfeln. Also. Und Königreich Bonus Antaria plus 2 Damage ist auch aktiv. Also wir haben auf jeden Fall plus 2 Damage. Ha, verdammt, wir haben aber unseren Gesang nicht erfolgreich freigeschaltet. So. Aber warte mal. Every Siren Witch activates rolls a D4. Lass mal kurz gucken. It is a separate attack phase and can be activated randomly. Every Siren also activates the Kingdom Knows. Additional, you can activate a bonus depending on your Dice Combo. Die Dice Combo habe ich nicht geschafft, aber ich habe ja jetzt diesen Gesang hier aktiviert und die Summe aller Dice machen dann direkten Schaden. Und da kommen hier dann auf, jetzt wollte ich ja machen, dann würfelt jeder nochmal so ein D4 gleich. Ja? Und das ist direkter Schaden. Weiß ich nicht, ob das jetzt so klug war, den zu verbrauchen. Habe ich aber jetzt gemacht. Also, Grundschaden sind 6, plus 5 sind 11 und hier mache ich auf jeden Fall einen Increased Anger, kostet mich einen Punkt. 11 plus 4 sind 15, weil ich unter 8 Lebenspunkten bin. So, super. Und dann würfelt jeder nochmal ein D4 als Direct Damage. Den würfeln wir später ab. Jetzt gucken wir erstmal, wie der Boss verteidigt. 15 müssen abgewehrt werden. Oh ja, kein Dodge. Ich glaube, dann brauchen wir den Sirenengesang auch gar nicht. Er hat keine seiner Fähigkeiten aktiviert. Er hat eine Basis von 4. Okay, das heißt, wir haben 15, 6 Schaden. 6 Schaden geht er auf 5. Ja, brauchen wir doch unseren Sirenengesang. Und die Regel war ja, jeder von uns würfelt den vierseitigen Würfel als Direct Damage. Und der Boss könnte dodgen. So, das heißt, wir haben einmal 2 Dodge vom Boss, erfolglos, 2 weitere Schaden. Und der zweite D4, weil Zenaya auch gesungen hat, nur einen Schaden. Ah, weiß ich nicht. Und den dodgt er sogar. Naja, gut. Aber plus 2 haben wir eben gesagt. Plus 2 für hier den Königreich-Bonus, den hatten wir eben. Okay, gut. Jetzt weiß ich nicht, ob sich der Königreich-Bonus auf den D4 bezieht. Also activate the Kingdom Damage. Ja, der Kingdom Damage, der wird auf diese Würfel bezogen und damit hat er das Zeitliche gesegnet. Denn in meinem ersten Wurf hat er 2 Schaden bekommen, plus 2 für den Königreich-Bonus und damit ist er besiegt. Rakima besiegt, zumindest der erste. Es gibt wieder einen Loot, den lootet die Zenaya. Und schon wieder eine Random Resource. Eine Random Resource. Jetzt gucke ich aber tatsächlich mal. Jetzt will ich mal was anderes haben. Den Damage Counter für Pinkura hätte ich gerne. Aber den kriege ich ja hier easy, ne? Ja, komm, ich nehme nochmal eine Random Resource. Ja, dann nehme ich mir doch wieder so ein Metall. Das ist doch super. Kann er andere auch Rüstungen kaufen? Ja, so machen wir es. So machen wir es. Und jeder bekommt 5 Livestream, nicht Livestream, sondern Spirit-Punkte. Also 5 und ist dann am Cap.
Da können wir uns nämlich auch den Sirenengesang gleich wieder kaufen. Und noch viel wichtiger ist, wir haben diese Verteidigung erledigt. Und wir werden jetzt noch ein Holz ausgeben und einen Stein, um die Festung zu reparieren, was den Zug beendet. Und dann sind wir in der nächsten Runde. So, das heißt, der Spielphasenmarker schreitet voran. Wir sind hier in der Runde 1. Ich mache mal ein bisschen Platz. Stopp, stopp, langsam. Wir haben die Gegner nicht bewegt. Wir haben die Gegner nicht bewegt. Das müssen wir natürlich noch machen. Und die NPCs nicht. Also bitte nochmal zurück an der Stelle. Es ist wirklich einiges, auf das wir achten müssen. Aber unsere Sirenen sind auf jeden Fall fertig an der Stelle. So, da fangen wir mal an. Hier oben mit dem neuen Raid-Trupp. 1, 2, 3. Da bleiben sie stehen. Der hier jagt den Händler mit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der wollte als Lorg auf die Stadt gehen. 1, 2, 3, 4. Und der hier auf der 17. 1, 2, 3, 4. Und ich hab die NPCs vorher vergessen. Ah, nochmal zurück. Müsstet, wenn ihr wüsstet, wie viel Uhr es ist. 1, 2, 3, 4. Und dann geht er. 1, 2, 3. Kommt er nicht dran. Das ist gut. Und der geht auch voran. 1, 2, 3, 4. Und dann ist er trotzdem richtig gezogen. So, dann kommt noch meine Schildkröte, die legendäre Schildkröte. Mal ein Holz hier reinpacken. Und dann geht sie mal. Ja, sie muss ein bisschen leerer werden, ne? 1, 2, 3. Nimmt sich eines von diesen Algen. So, und geht dann hierher. 5. Jetzt hat sie beide. Und den tauscht sie um, wandelt sie um. Und dann, jetzt müssen wir hier, ich weiß nicht, explorieren kann sie, glaube ich, nicht. 6. Okay. Gegner haben wir aktiviert. Es geht also jetzt in die heiße Phase und wir kommen hier in die nächste Spielrunde, was natürlich heißt, dass wir hier den Chaptermarker vordrehen. Es wird eine Eventkarte gezogen und ja, der Stream geht hier nach Süden, ist er in dem Fall schon. Und jetzt wollen wir uns natürlich nochmal ordentlich heilen und das machen wir jetzt auch. Und zwar Zenara, die wird sich heilen auf ihre Maximumpunkte von 14. Und da seht ihr, das kostet hier auch diese Livestream-Punkte. Und zwar 5 davon, aber überhaupt nicht schlimm, denn sie wird sich jetzt mit 1, 2, 3 auf diesen Gesir bewegen und den Livestream voll aufladen. Ja, das ist super. Und Pinkura wird das ganz ähnlich machen. Sie hat ja 3, 4, einen hat sie verloren, ja. Das heißt, auch sie wird in einen Lebenspunkt regenerieren. Wir gehen jetzt so schnell wie möglich in Kampf. Und dann kriegt sie auch wieder die vollen Lebenspunkte. Sehr schön. Dann ist hier ganz viel aufgeladen. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir hier nochmal 4 Punkte ausgeben, um uns einen weiteren Würfel zu kaufen. 5 Punkte brauchen wir für das Schild vom Boss. Dann geben wir hier nochmal 2, 4 aus, um uns einen Verteidigungswürfel dort zu kaufen. Da sind wir jetzt ganz gut vorbereitet. Und dann geht es ab Richtung Boss. 1, 2, 3, 4, 5. 3 hat er sich bewegt. 1, 2, 3. Okay. Dann geht es in die nächste Runde. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal den Nawakai sehen. Der setzt jetzt hier ein. Und vielleicht können wir ihn tatsächlich nochmal looten. Das sehen wir auf jeden Fall gleich. Jetzt gibt es noch eine Eventkarte. Und ja, da kommt nochmal ein Gegner. Also lieber Herr Gesangsverein, ich würfel den euch jetzt ins Feld, aber bekämpfen tue ich den nicht mehr. Eine 3. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so relevant sein. Ein Rakima, der auch noch einen Begleiter mitnimmt. Und ein Antara nimmt er mit. Die Plus 1 hier beim zweiten Mal ist nicht mehr relevant, denn man hat immer nur so viele Spawns bei so einem Mehrfachspawn, wie Spieler am Spiel mitnehmen. Und zwar bei der 3 setzt er ein. Das ist hier unten. Das ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant in dem Fall. Ich setze sie mal ein, weil die nicht unsere Basis zerstören dürfen. Da können wir immer noch das Spiel verlieren. Aber wir kommen schneller zum Boss als sie. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal trifft uns hier der Stream mit 2.
1, 2, 1, 2. Gut. Dann sind wir dran. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Guck mal unten, da können wir nochmal würfeln und uns vielleicht ein Artefakt holen. Nein, haben wir leider nicht geschafft. 3, 4, 5, 6. Und den letzten Punkt lasse ich an der Stelle verfallen. Jetzt kommt der Wahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe ihn doch mal ignoriert, weil uns der Stream ja davongetragen hat. Und wir hier unten jetzt ein bisschen in Bedrängnis geraten sind. Die Bosse, die Gegner kommen nämlich jetzt dran. 1, 2, 3, 4. Und die sehen kurz vor unserer Festung. Das ist tatsächlich noch interessant geworden. Gut. Nach meiner Vermutung wird der Boss ja jetzt nicht aktiv. Also der wird jetzt nicht auf uns zukommen, was jetzt tatsächlich in meinem Sinne wäre. Aber es steht nicht in der Anleitung, beziehungsweise im Szenarienbuch. Es scheint für mich eher, dass er hier verteidigt und versucht, den Sassari zu töten. Das heißt, wir bekommen eine neue Runde, ziehen eine Eventkarte. Ich hoffe, es ist eine gute Karte. Ja, das ist eine Egalkarte. Es wird nach Nordwesten gepustet. Und das Pusten ist für mich komplett irrelevant, weil es nur auf Stufe 2 trifft. Und Stufe 2 sind diese beiden. Und lustig, es trifft tatsächlich mal eine Sirene, nämlich die hier, nach Nordwesten. Drei Felder. 1, 2, 3. Die wird weggepustet. Aber wir gehen jetzt in den Kampf. 1, 2, 1. Und dann wird gekämpft. Wichtig, bevor wir in den Bosskampf gehen, ist, dass unsere Sirenen zusammen so viel Spirit-Punkte ausgeben müssen, wie wir hier haben, um das Schild zu brechen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und das geht auch. Und zwar gibt er 1, 2, 3, 4 und wegen mir auch einen fünften Punkt aus. Dann ist das Schild gebrochen. Wir können in den Kampf gehen. Ich habe den schon mal ein bisschen vorbereitet. Und zwar die Initiative. Der hat eine super hohe Initiative von 6. Das heißt, wenn man jetzt hier würfelt, dann hat er ja eine 7, ist nicht einzuholen. Senyara mit ihrer 2 plus 3 wäre eine 5 auf dem zweiten Platz. Und 2 plus 2 Pinkura hier auf dem dritten Platz. Wichtig ist noch, dass wir nur 5 aktive Fähigkeiten mitnehmen können. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal Steine rausgeräumt bei Senyara, den Sweeping Blow und den Backslash von Pinkura. Das darf man vorher aussuchen, aber ja, wie gesagt, muss man halt vorher machen. Der Tenmaku greift an. Er würfelt auch immer seinen Crit-Die dazu. Zum Glück hat er den Crit-Die versäumt. Senyara hat mehr Lebenspunkte, wird angegriffen. Und zwar mit fetten 17 Schadenspunkten. Das tut auf jeden Fall weh. Sie kann verteidigen, nimmt direkt mal ihren Bonuswürfel dazu. Und 17 gilt es zu schlagen. Wow, wow, wow. Das ist natürlich echt schlecht. Dann zeige ich euch doch direkt mal, wie der neue Swap funktioniert. Den verbrauche ich jetzt mit 2 Livestream. Und gebe 2 meiner Würfel rüber und nehme dafür 2 Würfel vom Gegner. Und dann sind da jetzt nicht mehr 17, sondern dann liegen da nur noch 13 gegen meine 7, 10, 15. Also, erfolgreich abgewehrt. Hier ist der eine Marker runtergerutscht vom Mount. Was will man eigentlich mehr? Gut, dann ist Tenmaku fertig. Und Senyara selbst ist dran. Den gelben Würfel habe ich leider nicht mehr zur Verfügung. Aber ich nehme jetzt das erste Mal meinen roten Würfel und würfel mal ganz viele Dreier. Oh, das war nicht so, wie ich es mir erwünscht habe. Also gerade mit diesen Nullern. Da werde ich, glaube ich, gleich was tauschen. Ja, ich habe übrigens eben vergessen, den Dodge-Die zu würfeln. Tenmaku denkt an den Dodge-Die. Würfelt den gruseligen Dodge-Die. Wir haben eine 6, 10, 12 und einen Dodge. Und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was machen soll. Den All-Round-Strike. Ich könnte mal einen meiner Attack-Dies. Doch. Ich mache es jetzt mal so, ich gebe meinen Mount-Token aus. Da steht Change one of your attack die mit einem des Gegners. Ja, vielleicht ändert sich jetzt was. Und es war eben auch nur der Special. Das heißt, wir hätten nämlich hier eine 6 plus 6 sind 12. Gegen seine 6 und 3 sind 9. Dann würde er eben einmal dodgen. Das ist doch in Ordnung. Und das war auch nur eine Special-Fähigkeit. Das heißt, den All-Round-Strike kann ich trotzdem machen. Ich habe mir mal hier einen zweiten Würfel dazu geholt. Und habe eine 5 nochmal gewürfelt. So, das hat sich doch gelohnt. Also, 6 plus 6 sind 12, plus 5 sind 17. 17 gegen seine 9 sind 8 Schadenspunkte. 8 Schadenspunkte, einem weicht er aus, sind 7 Schadenspunkte, geht er tatsächlich auf 13. Das war sehr erfolgreich.
Und der Würfel kommt wieder hier rein und dort rein. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt zu dieser späten Stunde. Und jetzt kommt Pinkura dran. Pinkura kommt dran. Auch sie nimmt ihren roten Würfel, geht direkt in die vollen. Und das war eigentlich ein ganz guter Wurf. Und was hat sie für schöne Sachen an der Stelle? Oh ja, der ist richtig gut. Double Luck. Ja, warum der hier rüben liegt, da muss man echt dran denken, die zu Beginn eines Kampfes rüberzuschieben. Also Double Luck. 2 Punkte ausgeben. Jede 2 oder 3 wird um zusätzliche 2 erhöht. Das heißt, insgesamt bekommen wir 2x2 dazu. Das sind dann also 6 plus 4 sind 10, 15. 15. Die Mountability hilft uns ja nichts mehr. 15, dann würfeln wir mal für 10 Marco. 15. Aha. Hat er nicht gut gemacht. Das heißt, er hat eine 11. Und kriegt 4 Schaden. Bam. Dann kommen wir in die nächste Kampfrunde. Ja, das ist jetzt immer der Punkt, wo wir diese ganzen Schieberegler wieder auf die richtige Seite schieben würden. Der Würfel ist verbraucht. Und Tenmako greift ein zweites Mal an. Ich schiebe die jetzt wieder alle nach oben. Und er greift an. Er nimmt sich seinen Crit Die und seinen Auswahlwürfel. Und zum Glück hat er nicht gecrittet. Er greift Pinkura an, die hat weniger Lebenspunkte. Und das sieht doch ganz interessant aus. Ihr seht hier oben, dass er keine Fähigkeit freigeschalten hat. Trotzdem mit 10 plus 6 sind 16 gewürfelt hat. Na gut, dann verteidigen wir mal und nehmen auch hier den Würfel dazu. Und wir haben eine, der ist verrutscht, eine 3, 6, 8. Oh, käme 8 durch an der Stelle. Dann würde ich mal den Dodge-Counter nutzen. Dodge-Counter 2. Das kostet mich auch wieder 2 Livestream. 8 Schaden, aber ich verringere um 3 von meinem höchsten Wurf. Das heißt, ich bekomme 5 Schadenspunkte. 2, 3, 4, 5. Und werfe 3 zurück. Den wiederum kann er ausweichen. Achso, ich habe meinen Ausweichwürfel noch nicht geschmissen. Okay. Vergesse ich manchmal. So, sonst hätte sie ja kräftig dodgen können. Jetzt kann Tenmako ausweichen. Nein, kann er nicht. Er kriegt also die 3 Schaden direkt. Und jetzt kommt Zenyara dran. So, Zenyara ist an der Reihe, nimmt wieder ihren letzten verbliebenen roten Würfel. Oh, das war ein richtig guter Wurf. Da sind wir nämlich bei 6 plus 5 sind 11, 13. Tenmako würfelt. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles drin. 6 plus 2, das ist ganz wenig tatsächlich an der Stelle. Und er schafft es wieder nicht, eine seiner Fähigkeiten freizuschalten. Also ich habe eine 13 gehabt gegen 8. Es sind 5 Schaden. Ja, würde ich doch sagen, kommt auf jeden Fall nochmal was dazu. Ja, ich nutze jetzt mal hier den Sirenengesang, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und zwar wird jetzt jeder von uns, der den Sirenengesang ausübt, das sind wir beide, einen Würfel würfeln. Ich habe hier eine 3 gewürfelt. Der wird jeweils um 2 erhöht. Und zwar wegen dem Königreich-Bonus, weil wir beide dem gleichen Königreich angehören. Und da ich jetzt schon 5 Schaden gemacht habe, wird jetzt nur noch der Dodge-Würfel gewürfelt. Und wenn der nicht erfolgreich war, dann ist Tenmako besiegt. Und an der Stelle kann ich kurz den Prolog vorlesen. Tenmako sinks to the ground and can see, and you can see a large cage in the background. Exhausted and tortured, but still alive. Sasari, your faithful companion, is alive and well. Und das war's. Das war ein komplettes Szenario von Sirens the Deep Sea. Ja, das war dann wirklich legendär, würde ich sagen. Und zwar nicht nur das Spiel, sondern auch die Uhrzeit. Ihr wollt gar nicht wissen, wie spät es hier ist. Aber lasst uns mal beim Spiel bleiben. Ich werde jetzt ein kleines bisschen reflektieren und werde, wie ihr das gewöhnt seid, damit anfangen, was mir gut gefallen hat. Und das ist zuerst mal das Thema. Und ich glaube, das ist auch, was viele von euch catcht.
Denn dieses Thema mit Sirenen und Unterseewelt, das ist ja wirklich ein total unverbrauchtes. Meistens hat man es ja mit Fantasy- oder Sci-Fi-Spielen zu tun. Die finde ich toll, keine Frage. Aber das ist wirklich ein Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt was habe in dem Bereich. Und das ist was, wo ich wirklich eine Story erleben will. Und so viel kann ich auf jeden Fall schon spoilern. Ich weiß, dass er, also der Florian und sein Team, da eine ganze Menge Story geschrieben haben und ich möchte sie auf jeden Fall erkunden. Verlassen wir mal die thematische Ebene und gehen auf die mechanische Ebene. Da haben wir ja eigentlich zwei Ebenen, es ist spät, zwei Ebenen, die wir reflektieren wollen. Zum einen diese strategische Ebene auf der großen Karte mit den Grids. Und da haben wir ja diese Ketten, also Produktionsketten, Lieferketten, die wir irgendwie bauen wollen. Es geht also um strategische Planung, Platzierung, auch wie wir uns platzieren. Aber mir geht es jetzt erstmal um die Ressourcen und die Gebäude. Denn all das erinnert mich an eine Computerspielreihe, die ich sehr, sehr gerne gespielt habe, leider Gottes habe, und zwar Anno. Vor allem, straft mich Lügen, ich glaube Anno 1492, das war dieses wunderschöne Spiel mit diesen Inselchen, wo man dann sein Kontor hatte und Häuser gebaut hat und mit den Schiffen rumgefahren ist. Das hat mich unfassbar fasziniert. Und irgendwie, wenn ihr euch an diese Sheets von eben erinnert, was man eben braucht, um diese Zimmermannsstuben zu bauen und später die Botaniker oder die Polierstuben zu bauen und was eben dann daraus erwächst, auch auf der strategischen Ebene, das finde ich super genial. Nämlich, es sind ja dann auf der einen Seite die Fähigkeiten und die Ausrüstungsgegenstände. Und da ist dann auch so ein bisschen die Schnittmenge zum taktischen Spiel, kommen wir gleich dazu. Also ich finde das super interessant, dass man die sammelt, polieren muss und dann bringt man die wohin. Also ich finde es total geil. Und da, wie gesagt, ich wollte sagen, kommt dann dieser Schnitt oder die Schnittmenge zum taktischen Spiel, denn wir haben Talentbäume. Und das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Charakterentwicklung mit Talentbäumen, wo wir uns so von unten nach oben hoch entwickeln, erinnert mich ganz klar an Diablo, und zwar an das gute Diablo, also Diablo 2. 4 habe ich nicht mehr gespielt, aber 3 hat mir nicht so gefallen. Ich mag die Talentbäume und diese Talentbäume, die sind ja wirklich wichtig. Also eigentlich sind es Fähigkeitsbäume, also Ability-Bäume. Denn wir bereiten uns damit vor auf die Kämpfe natürlich. Wir verlassen jetzt diese strategische Ebene und denken jetzt so ein bisschen im Kleinen, also im Taktischen, was brauchen wir, um unsere Sirenen so zu individualisieren, vorzubereiten und eben auch ja, fit zu machen für die Kämpfe. Natürlich, ihr habt es eben bei Tin Marco gesehen, den Endgegner, aber schon den Weg dorthin. Die haben ja alle ein eigenes Profil, was sich anbietet, die Sirenen. Wir haben Vendor zum Beispiel nicht gesehen, der eher so der Tank ist, sondern ich habe ja jetzt hier diese zwei Damage-Dealerinnen gehabt, aber super, super cool. Und wenn wir jetzt über die Abilities reden, wo wir die anwenden, dann ist das natürlich der Kampf, also der Combat. Und ich mag den Combat auf jeden Fall. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen kritisch über den Kampf, aber ich finde es total cool, weil ich mag Spiele, wo wir Würfeln werfen, ja. Und es bleibt ja nicht beim Würfeln werfen. Ihr habt ja die Möglichkeit, durch die eben angesprochenen Fähigkeiten ganz, ganz viel Würfelmanipulation zu betreiben, ne? Ihr könnt zum Beispiel die swappen, habe ich ganz, ganz oft benutzt. Es gibt die Möglichkeiten, Rerolls zu machen und so. Gibt es wirklich ganz, ganz viele Optionen und das hat mir richtig gut gefallen. Auch gut gefallen haben mir die Spezialfähigkeiten, wo ihr auch die Kombofähigkeit mit dem Sirenengesang habt. Ich habe es viel zu wenig genutzt, fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt dann die passiven Fähigkeiten. Also wirklich, das ist ein absoluter cooles Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also generell diese Verzahnung von dem Taktischen und dem Strategischen. Was auch sehr interessant aussieht, noch besser werden wird, sind aber auf jeden Fall die Miniaturen. Ich fand, die sahen jetzt schon schön aus. Am Ende werden sie mit Sicherheit noch cooler aussehen. Also ein sehr, sehr cooles Ding. Jetzt überlege ich gerade, was war vielleicht ein bisschen kritisch anzumerken, vielleicht für wen ist es nichts, und ich steige jetzt gerade mal mit dem Aspekt ein, der mir gut gefallen hat, nämlich dem Würfeln. Und ihr habt ja gesehen, dass das Kämpfen schon eine, ich formuliere es jetzt absichtlich negativ, Würfelorgie ist. Also ich würfel und er würfel und dann kommt mein Partner würfel. Entsprechend dieses Initiative-Tracks werden ja ständig Würfel geworfen. Aber zum einen ist es ja so, dass wir eben die Möglichkeit haben zu manipulieren, auch über die Gruppenfähigkeiten. Also es gibt ja einige Fähigkeiten, die sich auswirken auf meine Mitspieler. Habe ich immer die Möglichkeit, eben nochmal was zu verändern, zu interagieren, und die Downtime ist auch sehr gering. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, wenn ihr keine Lust habt auf Würfelspiele und da ist natürlich auch ein Glückselement dabei, dann seid an der Stelle gewarnt, denn gewürfelt wird hier am laufenden Band im Kampf. Ich glaube aber, dass das vielleicht sich auch so ein bisschen gezogen hat, Punkt Zeit, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, weil ich das ja jetzt alleine gespielt habe. Ist schade, ich habe jetzt einfach keinen Mitspieler für so ein langes Playthrough gefunden.
Aber das war natürlich komisch. Ihr habt immer nur mich reden gehört. Es wäre wahrscheinlich interessanter, wenn ich geworfen hätte und dann hätte jemand anders für Tin Marco gewürfelt und dann wäre eben jemand anders gekommen und dann wieder ich. Also das wird definitiv in einer Gruppe sich nicht so anfühlen, wie ihr das eben bei mir gesehen habt. Und bevor ich zu dem Gruppenaspekt komme, will ich noch kurz was über die Zeit sagen. Das ist nämlich ein langes Spiel. Ja, ihr habt jetzt 2 Stunden gesehen. Das kann auch noch länger dauern. Ich habe ja selbst so einen kleinen Regelfehler eingebaut durch dieses alte Szenarienheft. Mea culpa an der Stelle. Aber ganz klar, das ist ein Spiel, was lange dauert. Ihr habt das auf keinen Fall in der Stunde gespielt, diese Szenarien. Kann ich mir nicht vorstellen, auch nicht leichter. Also Zeit wäre auch wieder ein Aspekt, der auf jeden Fall dazukommt. Und damit verbunden Mikromanagement. Und ihr habt es an allen Ecken und Enden gemerkt. Und da komme ich wieder doch gleich zu diesem Aspekt, das alleine zu spielen. Also ich sehe es nicht als Solospiel, wirklich nicht. Ihr müsst nämlich mindestens 2 Sirenen spielen. Und deshalb würde ich das Spiel persönlich auch nie mit weniger als 2 Spielen spielen. Denn ich habe ja regelmäßig was vergessen. Ob das jetzt Schieberegler waren, ob das irgendwelche Crit-Dice waren, ob das Evade-Dice waren. Also da vergisst man regelmäßig Sachen, auch auf der strategischen Karte. Und das ist schade. Das passiert aber nicht, wenn sich jeder auf eine Sirene konzentriert. Und dann angrenzend dann nochmal, naja, also zu zweit cool, ich glaube zu dritt und zu viert noch besser, weil man dann ganz, 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 ganz viele Synergieeffekte hat. Also ich möchte das Spiel definitiv spielen und ich möchte es auf jeden Fall zu viert spielen. Und dann kommen eben diese ganzen Fehler nicht mehr vor. Also, summa summarum, ein großartiges Spiel, was euch gefallen wird, wenn ihr wirklich Bock habt, so ein richtig unverbrauchtes Thema zu spielen, wenn ihr Lust habt, diese strategische Ebene mit der Planung und den ganzen Lieferketten zu verknüpfen mit dem taktischen Kampf, würfelgetriebene Kämpfe, aber mit der Möglichkeit, viel zu manipulieren durch die Abilities, die ihr freischaltet. Auch da ganz, ganz tolle Verzahnung und ja, ich habe es eben gesagt, ich würde es einfach nicht alleine spielen, das muss ich wirklich an der Stelle sagen. Ich würde es mindestens zu zweit spielen, am besten zu viert. Dann habt ihr da ein wirklich großartiges Spielerlebnis und ich hoffe, dass dieses Spielerlebnis euch wirklich geholfen hat, so ein bisschen den Flow des Ganzen zu verstehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, so zu erkennen, ist das Spiel was für euch? Schreibt mir gerne dazu euer Feedback in die Kommentare. Ich freue mich drauf, gebt dem Video dann auch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, läutet das Glöckchen und wünscht mir gute Nacht, denn ich bin todmüde und werde mit Sicherheit morgen vom Stuhl fallen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Marcel, euer Harder Spieler.